Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast. Folge 56 heute, nach einer unerwarteten Pause. Darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Aber erstmal hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist natürlich Benny Strucker und wie immer an meiner Seite mein Co-Host Julius Stoll. Ja, von mir auch erstmal hallo in die Runde. Hallo Benny, schön, dass wir es wieder einrichten können jetzt. An der Stelle sorry an alle, die da letzte Woche drauf gewartet haben, aber die Ereignisse haben sich ja überschlagen, kann man ja gar nicht anders sagen. Und ja, wir haben dementsprechend viel auf dem Zettel, weil wir gleich auf 2 Wochen zurückblicken und natürlich vorausschauen auf das, was noch kommt. Und ja, haben ja jetzt auch mehrere News. Olympia ist ja jetzt auch gerade angelaufen und wir schauen natürlich auf die internationalen Kämpfe von Joe Joyce und vergangene Woche Charlo gegen Castaño, das war ja eine Riesennummer. Und national schauen wir auf Ruprecht gegen Gutierrez und Aslan war ja auch wieder im Einsatz, der ewige Firat Aslan. Genau, Wallisch im Ausland und dann war ja auch vergangene Woche noch Chemsky Eifert ein Thema. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, ja, gleich rein, aber was nicht unter den Tisch fallen soll, ich muss ja auch noch meine Top 5 der Boxfilme liefern. Ich denke mal, da ist auch wieder sehr, sehr viel Zündstoff drin. Oha! Weil, ja, wie das halt bei Filmen ist, da kann man, glaube ich, sehr viel debattieren. Und ja, da haben sehr viele Leute eine ganz, ganz eigene Meinung dazu. Also muss ich mal schauen, ob ich das dann in Folge 57 noch hier mitveranstalten darf, das Ganze. Okay, ja, da bin ich ja mal sehr gespannt. Aber das haben wir natürlich wie immer hinten raus. Wir beginnen erstmal mit den Nachberichten und gehen zum großen Schwergewichtskampf des Wochenendes am Samstag in der Wembley Arena in London, veranstaltet von Frank Warrens Queensberry Promotions, eben im Schwergewicht. Joe Joyce nach seinem beeindruckenden Sieg gegen Daniel Dubois wieder im Ring, diesmal gegen Carlos Takam, ehemaliger Gegner von Anthony Joshua, Derek Chisora, ein Mann, der schon alles Mögliche geboxt hat im Schwergewicht, Alexander Povetkin. Ja, Joyce kam erstmal mit einer, für meinen Geschmack, äußerst merkwürdigen Verkleidung in den Ring. Ich weiß nicht, ob du den Ringwalk gesehen hast. Ja, er ist ja der Juggernaut. Er ist der Juggernaut. Das war so, ja, aber das sah für mich aus wie der Achtjährige, der zur Mama im Laden sagt, kann ich das Kostüm kaufen? Und Mama sagt, nein, nein, wir basteln das zu Hause selber. Also, okay. So hat er auf mich gewirkt. Also das sah ja wirklich absolut kurios aus, als hätte er eine Wette verloren. Egal, auf jeden Fall, im Ring sah es am Anfang auch ein bisschen schwierig aus. Also er hat zumindest wirklich, ich meine, Joyce, wenn er was nicht ist, dann ein Defensivkünstler, das wusste man natürlich schon vorher. Aber Takam kam mit seinen doch durchaus rabiaten Schwingern gerade in den ersten Runden doch häufig ziemlich klar durch. Ja. Joyce profitierte natürlich mal wieder, bewies mal wieder sein wirklich gutes Kinn, seine Nehmerfähigkeiten. Am Ende wurde es dann, er konnte den Kampf dann enger gestalten und auch drehen und gewann durch TKO in Runde 6. Aber ja, ein Sieg, der, ich weiß nicht, Julius, was meinst du? Ein paar Fragen aufwirft oder siehst du das nicht so eng? Also erstmal muss ich Joyce ein bisschen in Schutz nehmen. Dass er so langsam in den Kampf gekommen ist, lag natürlich an Gewicht des Kostüms. Ja. Die Nackenmuskulatur war schwer beansprucht von dem Helden. Das wissen wir ja alle, wie das so ist seit dem Wilder-Kampf. Und im zweiten Wilder-Kampf, muss man ja dazu sagen. Oder war das der erste? Nee, das war der zweite. Der zweite, ne? Da war das schwere Kostüm ein Faktor. Ja. Wichtig natürlich auch für jeden Zuschauer erstmal, dass er die X-Men-Filmreihe kennt oder zumindest die Comics gelesen hat. Sonst denkt er ja auch, was macht er mit so einer halben Orange auf dem Kopf. Ja. Aber jetzt mal genug zum Kostüm. Ich fand das trotzdem cool, dass er da die Eier hatte, damit rauszugehen. Ja. An sich eine gute Idee. Wir reden drüber und andere ja, auch. Ja, wir reden drüber, ganz genau. Ich muss sagen, Joyce war ich wieder sehr überzeugt von dem Kinn. So gesehen war das in Ordnung, so wie das gelaufen ist. Ich habe mich natürlich auch für Takam gefreut, dass er am Anfang das durchaus zu seinen Gunsten gestalten konnte, würde ich mal behaupten. Also ich habe ihm da die ein oder andere Runde gegeben. Und ja, letzten Endes aber wieder sehr guter Chap von Joyce, kann man nicht anders sagen.
Hat dann auch gut zum Körper getroffen und Takam da die Luft genommen. Schwere Beine ab Runde 5 und in der 6. war dann Schluss. Also ich mag ihn ja sehr gerne, aber das war okay, dass man ihn da rausgenommen hat. Also er hat dann wirklich schon viele Treffer unbeantwortet kassiert. Er hätte die bestimmt auch noch weiter kassieren können, aber es ist absolut in Ordnung, vom Ringrichter ihn da rauszunehmen. Also Also, ja, das geht vollkommen klar. ich fand der Abruf wurde ja doch durchaus auch ziemlich hitzig diskutiert stellenweise. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch für absolut vertretbar gehalten. Natürlich wäre es jetzt, wenn er Takam noch drin gelassen hätte, wäre es jetzt auch kein Skandal in die andere Richtung gewesen. Aber ich meine, wir wissen einerseits natürlich, wir wissen, Takam ist furchtbar tough, ne? Der will sich durchbeißen, das ist keine Frage. Aber man muss halt auch sagen, und das hast du genau richtig gesagt, da waren viele Schläge, und ich will jetzt mal, also wirklich über den Daumen gepeilt, würde ich fast sagen, vielleicht waren die letzten 20 Schläge des Kampfes alle von Joe Joyce. Und wenn da nichts kommt von Takam und er auch nicht ein Knie nimmt oder so, denn er kann ja nicht im Stehen angezählt werden, dann ist der Ringrichter aber auch in einer Situation, wo es schwierig ist, meiner Meinung nach, anders zu entscheiden. Er taumelte dann noch so zurück. Er war natürlich noch klar, das hat man ja vielleicht auch in dem Moment gemerkt, dass er wirklich im Moment des Abbruchs sich schon aufgeregt hat darüber. Aber dann muss er es eigentlich ein bisschen cleverer angehen in der Situation, finde ich. Und davor, ja, ich meine, Takam war der kleinste Gegner bisher in Joyces Karriere. Ich glaube, das war auch tatsächlich ein Faktor. Joyce hat ein bisschen Probleme, glaube ich, gehabt mit der Distanz und Takam, der so ein bisschen Bobbing and Weaving, wie man sagen würde, nicht besonders schnell. Das war jetzt weit weg von Prime Mike Tyson, sag ich mal, wenn wir den mal jetzt als Standard dafür wählen. Aber dennoch hat er damit Joyce doch ein bisschen aus dem Konzept bringen können in den ersten Runden und schöne Treffer landen können. Und dann am Anfang von Runde 6, es ist ja nun wirklich selten der Fall, dass in den ersten 10 Sekunden einer Runde ein Wirkungstreffer landet, ne? Und das war, ich glaube, es war wirklich kalt erwischt worden in dem Moment. Also, das war so der erste Angriff in der Runde. Und dann waren direkt die Beine ein bisschen wackelig. Und am Ende, ja, war es vielleicht jetzt kein super souveräner oder dominanter, sage ich vielleicht besser, Sieg von Joyce. Aber er hat den Job am Ende erledigt gegen Takam, der, wie wir wissen, sehr häufig oder vielleicht sogar immer ein unbequemer Gegner war und ist für viele, auch mit knapp über 40 noch. Und ja, Joyce ist jetzt offiziell der WBO Number One Contender. Also den hat er jetzt, diesen Posten hat er jetzt wohl offensichtlich durch diesen Sieg gefestigt oder wie auch immer. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ist ja alles immer so ein bisschen kurios. Also will auf jeden Fall den Sieger aus Joshua Usyk als nächstes haben. Julius, vielleicht abschließend noch, was denkst du, ja, was traust du ihm denn zu? Wenn du jetzt, wenn wir jetzt, lassen wir mal Fury außen vor, gehen wir mal den Weg, der wahrscheinlich realistisch ist von den Verbänden. Und ob der Kampf kommt, sei auch mal dahingestellt, ne? Klar, kommt dann nach Joshua Fury, wie auch, egal, aber ich meine nur, Joyce gegen Joshua, Joyce gegen Usyk, so, wie ist dein erster Eindruck dazu? Ich würde sagen, Joyce gegen Usyk könnte es sein, dass Usyk ihn ausboxt, wie das schon damals bei ihrem letzten Aufeinandertreffen der Fall war. Und gegen Joshua würde ich ihm tatsächlich bessere Chancen ausrechnen, so blöd das klingt, weil er halt sehr gut die Treffer nimmt und Joshua sich auch eher auf einen richtigen Boxkampf, sage ich jetzt mal, dann so einlässt. Und dann auch Hände nimmt und dass Joyce ein richtiges Pfund hat, das steht ja außer Frage. Das zeigt ja, was er da an Gegnern schon so auf die Bretter oder eben durch TKO besiegt hat. Weil ich finde, Takam erstmal so in die Bedrängnis zu bringen, dass es eben zum Abbruch kommt, das haben ja auch noch nicht viele geschafft. Und ja, da an der Stelle auch nochmal die Erwähnung, es war ein wesentlich besserer Abbruch als damals im Takam. Joshua-Kampf Ja, das auf oder jeden Fall. Joshua-Takam-Kampf, Da so rum. absolut. Guter Hinweis. Und Ja. so gesehen hat er, finde ich, auch gegen Joshua bessere Chancen und sich dann natürlich dann auch trotz der anfänglichen Querelen da besser verkauft, finde ich, als Joshua gegen Takam. So. Ja. Das war so meine Okay. Einschätzung. Ja, das stimmt. Also ansonsten noch der Hinweis vielleicht, also der, wie zu erwarten war, war die Europameisterschaft nicht auf dem Spiel. Damit müsste eigentlich die EBU, der Europäische Boxverband, Joyce den Titel aberkennen. Und dann wissen wir ja schon, dass eigentlich dann Marco Huck
in der weit vorne, um nicht zu sagen ganz vorne, in der Schlange stehen müsste gegen, ich weiß nicht wen, das wird wahrscheinlich jetzt angesetzt werden in den nächsten Wochen, gegen irgendjemand, der weit oben in der Rangliste ist, um die Europameisterschaft im Schwergewicht kämpfen zu können. Das werden wir natürlich in den nächsten Wochen weiter beobachten. Genau. So, dann ein kleiner Sprung zum Freitag. Da halten wir uns ein bisschen kürzer, aber trotzdem, was ich schön fand, es war wieder eine Showbox-Veranstaltung von Showtime im Heartland Event Center in Nebraska. Und das war auch durchaus eine besondere Veranstaltung. Es war 20 Jahre Showbox, eine meiner, meiner liebsten Serien schon seit vielen Jahren. Ist ja so eine Talente, die gegen harte Gegner gematcht werden oder gegeneinander. Das ist ja das Konzept im Prinzip, das seit 20 Jahren wirklich tolle Kämpfe produziert hat. Und ich glaube, was hatte ich jetzt die Tage gehört, ich glaube 84 oder so spätere Weltmeister oder was haben da, glaube ich, insgesamt geboxt in den letzten 20 Jahren. Ui, in ihren, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Ja, ja, absolut. Ne? Also auch Leute wie Errol Spence, Timothy Bradley, Ricky Hatton, also da waren wirklich einige. Das ist jetzt nur ein Bruchteil, was ich jetzt gerade genannt habe. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Liste. Und am Freitag im Hauptkampf im Supermittelgewicht, Calvin Henderson gegen Isaiah Steen, ein sehr taktischer Kampf, den Steen am Ende knapp nach Punkten gewann. Mhm. In einem Duell zweier Ungeschlagener hat er sich da durchgesetzt, steht jetzt bei 16-0. Und ein Satz vielleicht noch kurz zu einem sehr umstrittenen Urteil, einem Unentschieden im Co-Main-Event Weltergewicht. Janelson Figueroa Boca Chica, ist ja ein Name, ne? Der geht ja wirklich super, von der... Super, ja. Der braucht gar keinen Kampfnamen mehr. Gegen Shinad Bunch geht unentschieden aus. Das war ein auch in den sozialen Medien, aber auch in den Boxmedien sehr heiß diskutiertes Thema. Also von dem, was ich gesehen habe, muss man sagen, das geht nahe Richtung Skandalurteil. Also Bunch hatte den Kampf, also jetzt nicht 10-0 Runden gewonnen, aber schon deutlich dominiert. Also wir kommen ja gleich nochmal zu einem internationalen Kampf jetzt als nächstes direkt, der ja auch, wohl auch das Urteil ein großes Thema war und der Kampf unentschieden ausging. Ich glaube, das war hier durchaus ähnlich. Also ja, da müssen wir mal sehen, ob da nicht vielleicht ein Rückkampf angemessen wäre. Mhm. Jetzt springen wir aber zum von Julius vorhin schon angekündigten großen Nummer des letzten Wochenendes, eine Woche zurück im AT&T Center in San Antonio, Texas. Die unumstrittene Weltmeisterschaft im Halbmittelgewicht oder Superweltergewicht stand auf dem Spiel und ja, es ist das passiert, was man kaum für möglich gehalten hat im Vorfeld. Es ist immer noch kein unumstrittener Weltmeister gekrönt. Der Kampf zwischen Jermell Charlo und Brian Carlos Castaño endete nach 12 Runden unentschieden. 114-114, 117-111 für Charlo und 114-113 für Castaño waren die drei Punktzettel. Julius, erstmal deine Meinung grundsätzlich zum Kampf. Und ja, vielleicht auch direkt zum Urteil. Ich glaube, das ist ja durchaus was, was wir auch mal ansprechen müssen heute. Ja, also ich denke mal, gemessen an dem Ergebnis sind in dem ein oder anderen Wettbüro bestimmt bittere Tränen geflossen, weil ja jeder mit einem Sieg für die ein oder andere Seite gerechnet hat. Ich persönlich habe den Kampf im Anschluss knapp für Castaño gewertet und hätte das auch so, weiß ich nicht, 114, 113 oder... so in die Richtung auf jeden Fall für Castaño gepunktet. Auf gar keinen Fall gehen die 117, 111 für Charlo klar, weil das ja ein absoluter Witz. Das haben die ja beide dann auch hinterher bei der Pressekonferenz gesagt. Also ich glaube, selbst Charlo hat das eingeräumt, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Das war wirklich ja, fernab von allem. Also das ist eine unglaubliche, das spielt in der Liga mit von 118, 110, Adelaide Bird, Canelo über Golovkin im ersten Kampf, finde ich. Ja. Also das halte ich gar nicht für möglich, auf diese Scorecard zu kommen. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, was man da für einen Kampf gesehen hat, aber naja, man ist halt manchmal nicht in den Leuten selbst drin und sieht es nicht durch deren Augen. Aber okay, also ich fand den Kampf hochgradig spannend. Wer den bis jetzt noch nicht gesehen hat, also wirklich nutzt die Gelegenheit, um das mal zu googeln oder bei YouTube zu schauen, ob man da irgendwie was zu findet. Da sollte es was geben. Also allein eine Highlight-Zusammenstellung muss da, glaube ich, ein bisschen länger ausfallen, weil das war ein sensationeller Kampf, muss ich wirklich sagen. Einer der besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich war sehr begeistert von Castaño und das ging immer hin und her. Er hat Charlo sehr gut getroffen, wurde dann später aber auch mal, ja, hat er da schön ein paar eingeschenkt bekommen. Also wirklich
Ich würde mich sehr über einen Rückkampf freuen, damit es dann da endgültig dann eine klare Nummer gibt. Von mir aus machen sie es dann auch dreimal, keine Ahnung. Das fände ich gemessen an dem ersten Kampf absolut in Ordnung. Und ja, aber für mich wäre der Sieger Castanho. Benny, wie siehst du das denn? Ja, in weiten Teilen sehr ähnlich. Ich hatte 115, 113 Castanho am Ende. Ich sag mal, ich kann mit einem also mit einem 114, 114, was ja zum Unentschieden führen würde, kann ich absolut leben. Ich denke bei dir auch, so eng wie es bei dir war, ne? Also Das geht. das ist, denke ich, absolut in Ordnung. Zu 117, 111 hast du alles gesagt, was nötig ist, meine ich. Und der Kampf an sich, wirklich, ich war auch begeistert. Also wirklich begeistert. Ich war von Castanhos Leistung absolut begeistert, der auch gezeigt hat, dass er nicht nur der Vorwärtsgang-Pressure-Fighter ist, ne, sondern auch wirklich auch klug in vielen Situationen sich verhalten hat. In Runde 2 ja durchaus mal richtig gewackelt hat. Ich hoffe, ich irre mich jetzt in der Runde nicht. Ich glaube, es war in Runde Glaube schon, 2. ja. Und selbst dann aber in Runde 3 Charlo auch mal wirklich, ich würde schon sagen, angeklingelt hat, glaube ich, in dem Auf Moment. jeden Fall, Ne? ja. Und ich hatte halt die ersten 6, 7 Runden, da hatte ich, glaube ich, Castanho alle bis auf eine oder so gegeben, während Charlo dann nochmal einen guten Schlussspurt hatte, der aber auch eng war. Also es waren jetzt nicht die ultradominanten Runden. Charlo hat häufig für meinen Geschmack zu wenig gemacht. Da waren dann einfach Castanho mit mehr Aktivität und mehr Treffern häufig der dominante Mann, aber ich fand den Kampf sensationell. Ich fand die Stimmung war spitzenmäßig, oder? Ja, Also, da hat sehr richtig, gut in der Halle ja, also alles. ich fand auch die Zuschauer haben wirklich dazu beigetragen, dass es so ein richtiges Big Fight-Gefühl gab, während man Ja. geguckt hat. Es hat so richtig, ja, es hat, ich weiß gar nicht, also ich glaube, jeder, die meisten werden wissen, was ich meine. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, um das zu beschreiben, aber also die Atmosphäre, die durch das, was im Geschehen im Ring und das Publikum war so Ja. wirklich, dass du wusstest, Es hat oh, sich so hier. hochgeschaukelt Genau, eigentlich, das Ganze. richtig, ja. Ne? Also das war wirklich großartig und ich hoffe sehr, dass es einen direkten Rückkampf geben wird. Aber natürlich ist jetzt das große Problem, jetzt kommen wieder Verbände um die Ecke, um ihre Pflichtherausforderer, die mal mehr, mal weniger verdient an den Positionen sind, durchzusetzen. Ich glaube, die IBF hat schon Bakram Mutasaliev angeordnet. Ich meine, ich habe es jetzt nicht notiert, aber ich war jetzt aus dem Hinterkopf, gegen Charlo. Das ist, ja, also da ist jetzt einfach so viel ungeklärt nach diesem Ja. Kampf, nach diesem Ergebnis, dass eigentlich muss es da den Rückkampf geben. Aber da wir immer noch im Boxen natürlich sind, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Aber naja, warten wir mal ab, was die nächsten Monate bringen. Toller Kampf. Wie gesagt, da hat, glaube ich, jeder Boxfan ist da auf seine Kosten gekommen. Was ich halt, das möchte ich noch dazu sagen, auch so wie so ein bisschen nach Estrada Chocolatito 2 im Frühjahr, was halt nur ein bisschen schade ist, es ist am Ende dann wieder in der Diskussion so viel um die Punktzettel gegangen und Ja. finde ich immer so ein bisschen schade, weißt du, wenn dann der tolle Kampf dann so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil Das man plötzlich stimmt. wieder über die Punktrichter diskutiert oder den einen Punkt, im Endeffekt ja eigentlich nur den einen Punktrichter, die anderen Zettel, da wird ja keiner groß was dagegen haben oder die meisten nicht, denke ich mal. Ja, das stimmt. Generell finde ich das dann schwierig, wenn das Jahr so voranschreitet, dass man dann irgendwie solche Kämpfe, dass sie dann in Vergessenheit geraten angesichts dessen, was noch kommt oder was so angesetzt ist, ob das dann erfüllt oder genauso spannend ist oder nicht. Weil du hast das jetzt gesagt mit Chocolatito Estrada, das habe ich schon gar nicht mehr so präsent und das eigentlich sehr ärgerlich gemessen an dem Kampf. Ja. Ja, also ja, deshalb schon mal gut, dass wir am Ende ja wieder einen Jahresrückblick machen Ja, und da vielleicht mal wieder reinschauen. das Und dann das stimmt. ein oder andere O oder A von uns geben, ja. Ja, das wird nicht anders gehen. Hier im Vorprogramm noch kurz ein paar Sätze. Rolly Romero besiegt Anthony Yeget durch TKO in Runde 7. Das war auch ein guter Kampf, fand Das war ich. auch Das ein, ging ja auch ja, hin und her. das war auch ein guter Kampf. Und was ich ja schon sagen muss, ist, also Romero, der wird ja, ich glaube, man kann sagen, der wird nie mehr ein Publikumsliebling, außer er kämpft in seinem Heimatort. Ich fand es ja sehr beeindruckend, wie der ausgebuht wurde nach dem Kampf. Aber ich muss auch sagen, unklug ist das wahrscheinlich auch nicht. Solche Leute brauchst du auch im Boxen und die verkaufen sich meistens auch gut, weil Ja. die Leute, die einschalten, um dich verlieren zu sehen, das sind meistens genauso viele, wenn nicht sogar mehr, wie die, um dich gewinnen zu sehen. Das stimmt. Also ich werde auch kein Fan mehr, muss ich ganz ehrlich Nein, sagen. auf gar keinen Aber Fall. Ich war total bei Anthony Yegid, ja. den man ja auch, glaube ich, von der einen oder anderen Ja, Sauerland-Veranstaltung richtig, kennt. richtig, richtig, ja. Und dementsprechend hätte ich ihm das sehr gegönnt, nachdem er ja da am Anfang
ganz gut auch getroffen hat, aber es wurde dann immer wackeliger, das Ganze. Es ist natürlich, also was natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, Jigit war ja wirklich katastrophal zu schwer auf der Waage. Ne? Also das ist Ja. schon, da muss ich auch sagen, also 5,2, Zweieinhalb Kilo mehr oder 2,5 so Kilo, hatte ja, der. 5,2 amerikanische Pfund waren das. Also das ist natürlich schon wirklich eine ganze Gewichtsklasse im Prinzip. Der hat also das, die sollten im Leichtgewicht boxen und hat das Halbwelter nicht ganz gebracht. Ne? Das ist schon, ja. Okay, schauen wir national jetzt zurück auf die letzten beiden Wochen. Beginnen wir auch jetzt hier in dem Fall aktuell und haben jetzt am vergangenen Samstag, beziehungsweise nicht haben, sondern Julius hat am vergangenen Samstag die Titelverteidigung von Tina Rupprecht in der Hydrotech Ice Arena in Königsbrunn gesehen. Rupprecht verteidigt ihren WBC-Titel im Minimumgewicht erfolgreich gegen, ich glaube, Pflichtherausforderin Katja Gutierrez. Ja. Mit Punktzetteln 97-93 für Rupprecht, 96-94 für Rupprecht und 96-94 für Gutierrez, also eine Split Decision. Ich habe den Kampf leider nicht gesehen oder die Veranstaltung, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber Julius ist bestens informiert und hat alles, so gut wie alles gesehen. Ich würde erstmal so ganz grob als jemand, der den Kampf nicht gesehen hat, fragen, Julius, geht das Urteil in Ordnung? Ich würde sagen, das Urteil geht in Ordnung. Ich hätte es auch 96-94 für Ruprecht gepunktet. Gerade am Anfang hat sie die klar besseren Hände gelandet und ja, hat einfach die Gegnerin gut, also hat die Schläge der Gegnerin ausgependelt. Viele Treffer von Gutierrez gingen auf die Deckung oder waren eben nicht so klar wie die von Ruprecht. Natürlich hat Gutierrez auch die ein oder andere gute Hand gelandet. Also das steht völlig außer Frage, sonst wäre es ja nicht so eng. Aber ich finde, Ruprecht hat das schon vollkommen zu Recht ja, also gewonnen, und man hat ihr halt auch angesehen, dass sie nach der langen Pause jetzt, das war ja auch nicht selbstverständlich, dass sie da so gut wieder zurückkommt, dass sie halt richtig Bock hat, da zu boxen. Und ja, man hat bei ihr einfach auch mehr den Willen gesehen als bei Gutierrez, würde ich jetzt mal so behaupten. Also allein von dem Druck, den sie auch ausgeübt hat, und ja, das sah einfach alles viel dynamischer aus. Ich denke mal, das hätte auf mich jetzt als Punktrichter noch zusätzlich gewirkt. Also so Sachen wie Körpersprache etc. Also ich Es fand, das war absolut in Ordnung. war ja für Ruprecht jetzt der erste Kampf nach über anderthalb Jahren Pause. Sie hat ja eine sehr schwere Corona-Zeit, also nicht wegen Erkrankung oder so, Ja. aus sportlicher Sicht schwere Corona-Zeit gehabt. Da sind ja mehrere Kämpfe ins Wasser gefallen, konnten aus finanziellen Gründen nicht veranstaltet werden und so weiter. Jetzt hat sie sich natürlich hat sie den Titel erneut verteidigt. Jetzt für mich persönlich, wenn ich so ein bisschen nach vorne gucke, fällt natürlich jetzt auf, dass Sara Bormann in ihrem letzten Kampf jetzt in Belgrad, das ist gar nicht so lange her, im Mai war das, im Minimumgewicht oder im Minifliegengewicht geboxt hat gegen Catalina Diaz in dem Fall. Jetzt sind sogar beide in der gleichen Gewichtsklasse. Also, ja, ich weiß nicht, also das ist doch so ein, also, der Kampf muss doch fast kommen, finde ich, aus deutscher Sicht, zumindest aus deutscher Fansicht. Wie siehst du das? Ja, also aus Fansicht muss der Kampf absolut kommen. Ich würde mir auch sehr wünschen, wenn man dadurch auch mal in Deutschland das wieder mehr zu schätzen wüsste, dass wir bei den großen Verbänden immerhin noch eine Weltmeisterin haben, die ja da echt gut abliefert und in den Top 10 ist, und eben Sara Bormann ja auch eine richtig gute Boxerin, wie wir ja beide auch live schon gesehen haben. Und das wäre auch. Das muss eigentlich sein, aber nachdem wir ja aus dem Interview mit Tina schon wissen, hat sie gesagt, sie würde dem Kampf nicht zustimmen, solange Bormann bei Petco ist. Jetzt muss man halt mal schauen, vielleicht, wenn sich da finanziell echt irgendwie ein großer Happen für beide ergibt oder sowas, dass man dann die Leute doch nochmal an einen Tisch bringt oder sowas. Ich sehe den Kampf aber tatsächlich leider unter diesen Vorzeichen nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn jetzt für Ruprecht nicht wieder so eine lange Pause kommt, sondern dass da jetzt wieder mehr Zug reinkommt und Ja, das wäre wichtig. man vielleicht doch dann auch im Ausland irgendwo mal boxt und sagt, da können es die Fans jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehen, wie wenn sie in die Halle kommen können, irgendwo in Augsburg oder Umgebung. Aber ich glaube, um da irgendwie an Chancen und Kohle zu kommen, muss man jetzt einfach ins Ausland gehen.
Ja, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Vielleicht ein Satz noch kurz, weil wir sich auch in den letzten Monaten immer mal wieder, weil sie immer mal wieder Thema war. Cheyenne Hansen war auch wieder im Einsatz, relativ schnell, also wieder mal knapp einen Monat nur nach ihrem Kampf, nach ihrer knappen Niederlage gegen Fai Fanarei in Hamburg hat sie jetzt auch wieder geboxt gegen Sabina Mischenko. Julius, so vielleicht ganz kurz, erfolgreiche Rückkehr jetzt wieder? Ja, das war eine ganz klare Angelegenheit. Also in der ersten Runde hat sie die komplett überfahren, kann man eigentlich sagen, vom Output her und von den Treffern. Und zum Ende der, also Ende der ersten Runde hat die Ecke dann durch Verletzung aufgegeben. Also die Sabina Mischenko, die hatte irgendwas, so genau habe ich das dann nicht mitbekommen, sondern ich habe die erste Runde gesehen, dann kam ich zurück mit einem neuen Getränk und da war es schon vorbei. Wie man das so macht und dann wurde gerade verkündet, Aufgabe durch Verletzung und ja, aber freut mich für Cheyenne auch auf jeden Fall, gerade aufgrund ihres hohen Pensums, was sie da vorlegt, dass das dann halt auch von Erfolg gekrönt ist. Ja, also das finde ich wirklich auch toll, ne? dass sie halt so aktiv ist. Das ist ja wirklich eine sehr gute Sache, absolute Seltenheit, ja. So, dann auch absolute Seltenheit tatsächlich, muss man ja auch sagen, Firat Arslan. Der große alte Mann des deutschen Boxens war wieder im Ring am Wochenende im eigenen Firat Arslan Sportcenter in Göppingen. Hat er Ruben Eduardo Acosta im Cruisergewicht durch TKO in Runde 4 besiegt. Da ging es auch um den WBA International Titel, was man auch uns damit auch immer sagen will. Ja, ich habe den Kampf leider nicht gesehen, Julius. Ich glaube, du auch nicht, ne? Ich habe leider dazu auch nichts gefunden. Ich finde das sehr schade. Also es ist bei Fight 24 ist die Veranstaltung gelaufen als Pay-Per-View, aber es hat dann gestern Abend auch bei mir zumindest mit der Joyce Takam-Card in Konflikt geraten. Und da wir heute am Sonntag aufzeichnen müssen, also jetzt am 25. fehlt jetzt einfach so ein bisschen die Zeit. Ja. Also ich habe heute Morgen um 10 Uhr reingeschaut, weil ich ja wusste, dass es bei Fight 24 läuft und hatte da schon ein bisschen so Morgenluft gewittert, dass man jetzt vielleicht ein Real-Life für umsonst sich da schon anschauen kann, weil ich finde die ganze Card eigentlich interessant. Auch Hüseyin Chinkara gegen Erdogan Kadria hätte ich mir gerne angeschaut. Ali Kidin, auch wenn die Gegner leider nie besser werden, schaue ich mir gerne an. Und also da sind etliche dabei, die ich interessant finde. Und natürlich Aslan selbst, allem voran. Ja, vielleicht ist das erst nach 24 Stunden oder sowas und wenn das dann um 18, 19 Uhr angefangen hat oder um 20 Uhr vielleicht, dass man dann nach 20 Uhr reinschaut und sich da das dann nochmal anschauen kann. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Müssen wir nochmal gucken, aber auf jeden Fall, Arslan bleibt auf der Siegerstraße nach seiner Niederlage gegen Kevin Lerena im Februar 2020, jetzt der zweite vorzeitige Sieg in Folge. Aber natürlich muss man dazu sagen, Ruben Eduardo Acosta, also ich meine, die reden immer mal wieder von einer Weltmeisterschaft, so, das war jetzt ein Zitat und nicht meine Meinung. Und so großartig ich Arslan finde und alles, was er macht, muss man ja schon sagen, also Ruben Eduardo Acosta ist meilenweit von der Weltspitze des Cruisergewichts entfernt. Ja, ist ja jetzt auch schon 43, war vorher im Halbschwer unterwegs und hat er ja auch schon gegen Leute, die man kennt, aber gegen Vatan Avetisian und Jolenka Mock zuletzt, Tyron Zeuge. Das war sogar im Supermittelgewicht. Ne? Also ja, Supermittelgewicht, genau. Also da kommt er eigentlich her und da hat er schon die Segel gestrichen. Und also natürlich nicht vorzeitig, aber immer über die Punkte war das dann meistens eine klare Angelegenheit. Ja. Der hat seine beste Zeit auch schon gesehen. Ja, der hat um den WBO-Titel gegen Robert Stieglitz 2010 geboxt und ging durch TKO in Runde 5 K.O. im Supermittelgewicht. Daher kenne ich den nämlich auch mal ganz ursprünglich. Ne, genau, da muss man sich jetzt auch hier nichts vormachen. Ist natürlich, also ich freue mich immer, wenn Arslan im Ring ist und ihm nichts passiert, sage ich mal, weil so ein bisschen besorgt bin ich ehrlicherweise schon. 50, genau. Er ist natürlich immer noch unglaublich austrainiert. Also ich glaube, Pound for Pound in Deutschland ist er da immer noch einer der Top-Leute. Sehr weit oben, würde ich sogar sagen. Ja. Und sein Stil ist natürlich, das muss man auch sagen, der altert natürlich verhältnismäßig schon sehr gut. Ja. Aber gut, ich sag mal so, er soll machen, wie lange er möchte, aber ich würde persönlich mich freuen, wenn er nicht mehr den Schritt wagen sollte, auch wenn er bei den Verbänden gut gerankt ist. Nochmal und auch bei Boxrec noch die 18. Ja, das ist ja normal, ne? Er hat ja aus der ganzen Karriere noch Punkte. Ne? Ja. Das ist ja bei Boxrec, da muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist ja auch so ein Problem bei Boxrec,
Das spiegelt ja auch häufig nicht unbedingt gerade die derzeitige Ja. Leistung wider, ne? Genau, ja, das stimmt. So, dann zum Donnerstag, jetzt aus deutscher Sicht auch nochmal ein Deutscher, zumindest im Ausland im Einsatz gewesen, am vergangenen Donnerstag in der Dynamo Volleyball Arena in Moskau in Russland. Murat Gassiev im Schwergewicht gegen Michael Walisch von EC Box Promotion. Walisch ja wirklich so der Road Warrior des deutschen Boxens jetzt in den vergangenen ein, zwei Jahren gewesen. Der hat doch wirklich bald die Länderkarte, der macht schon viele Kreuze, hat er gemacht, sagen wir mal so, Ja, auf das der stimmt. Länderkarte. Und ja, verlor zwar durch TKO in Runde 4, aber für meinen Geschmack mit einer sehr ansehnlichen Leistung in den ersten drei Runden zumindest, oder vielleicht sogar in der vierten, dann auch noch bis zum Abbruch. Der war ja nun wirklich mit dem, oder eigentlich müsste man sogar sagen, nach dem Gong, aber ne, zum Ende der Runde. Denn Wallisch hat sich wieder sehr beweglich gezeigt. Also vom Gewicht her geht er den Weg offensichtlich weiter, der mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Also verglichen mit dem alten Wallisch ist er ja wirklich ein leichtfüßiger Tänzer geworden, muss man ja fast sagen. Und da hat er mit ein paar netten Einzelhänden viel im Rückwärtsgang beweglich. Gassiev, der so ein bisschen hinterher stapfen musste in den ersten Runden. Ja, der hat ihn schon so ein bisschen alt aussehen lassen, fand ich, und ein paar Runden gesichert. Kann man jetzt natürlich sagen, hat Gassier vom ersten Moment an alles gegeben? Keine Ahnung. Aber also das ist Spekulation. Was wir gesehen haben, ist, dass Wallisch für meinen Geschmack zwei der ersten drei Runden gewonnen hat. Ja, ich hätte ihm sogar die ersten drei gegeben. Vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen, aber ich fand, dass er das wirklich super dann über den Jab und dann so ein paar Mal so einen rechten Haken oder sowas oder eine rechte Gerade für sich wirklich gut geklärt hat. Gassiev hat so alt ausgesehen. Ich habe es ja im Vorfeld schon Ja. gesagt, es ist unglaublich. Also, dass der 27, der ist jünger als ich, das ist unfassbar. Der sah aber mit Also, 24 schon gefühlt könnte genauso der mein aus. Onkel sein. Ja? Vielleicht nicht mein Vater, aber mein Onkel. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und was natürlich auch der Wahnsinn ist, ist die Kraft, die in den paar Händen, die er dann landet, steckt, um die Leute da so zu bearbeiten, zum Kopf und zum Körper, dass dann auch Schluss ist. Ich denke mal, ja, Wallisch hätte man vielleicht noch mal eine Chance geben können. Wie siehst du das? Ja, also der Abbruch, ich bin mit dem Abbruch grundsätzlich einverstanden. Das Timing war halt sehr unglücklich, ne? Also Gassiev trifft so mehr oder weniger mit dem Gong, ist ja okay. Und dann nimmt er ihn, aber ich meine, der Gong ist ja dann schon gekommen, als der Ringrichter ihn rausgenommen hat. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ich gebe dir noch die Minute der Rundenpause. Aber der Kampf war, wenn man ehrlich ist, Ja, dann wäre wahrscheinlich es halt in der vorbei, fünften oder ne? sechsten Ja, passiert, aber ich ja. hätte ihn tatsächlich noch mal antreten lassen, wenn ich ehrlich bin. Was mich natürlich auch sehr begeistert hat, war, wie schnell man in der Kürze der Zeit so einen für mich ziemlich hochwertigen Trailer da zusammengezimmert hat in Dieser dieser Film, Eisenschmiede davor. Also das der war hat mich ja ja wieder amüsiert, mal der hat mich ja amüsiert. martialischer, ging es gar nicht. Das waren ja so richtige Rocky 3-Allüren. Der Germane. Und dann Gassiev, beide mit der Flagge und irgendwie ein Schwert wurde geschmiedet und alles Mögliche. Ich so, das ist ja Tanzshow noch mit dabei, wieder volle Programm. Also in Russland, das Russen, ist, muss man wirklich sagen, beim Boxen flippen die komplett aus. Aber das ist wirklich sensationell, was man da geboten bekommt. Mehr Testosteron geht eigentlich nicht. Also ja, das ist wirklich. wenn man da rausgeht, wird man auf irgendwas positiv getestet aus der Ja, Halle. ich glaube, Unglaublich. man muss wahrscheinlich einen Armdrückwettbewerb gewinnen, um überhaupt rein zu dürfen vor der Tür. Over the top. Ja, genau, daran muss ich nämlich auch denken gerade. Over the top, so, ey. Ja, das stimmt aber wirklich. Und auch ein letzter Punkt, sorry noch. Also, ich finde, es gibt auch kaum lustigere Bilder, als wenn Nikolai Walujew, den ich ja unheimlich gerne mag, als Co-Kommentator daneben so 1,75 Meter TV-Menschen steht, ne? Und einfach nur so aussieht, als hätte er den anderen Partner neben dem schon aufgegessen, so Ja, ungefähr, das ist so, als hätte man King Kong am Tisch. Auch wenn er dann ja. irgendwo auf so einem, dass der nicht zwei Stühle hat. Der hat genauso einen kleinen Stuhl wie die anderen und dann ragt er da irgendwo in der Menge aus und die Leute, die noch fünf Reihen dahinter sitzen, sehen nichts. Also das ist eigentlich richtig bitter, wenn Walujew irgendwo zum Kampf kommt. Ja, Dann also lieber irgendwo hinten stehen. ja, ich finde den wirklich toll aus. Ich finde auch klasse, wenn der nochmal in irgendeiner Form in Deutschland am Ring sitzen würde oder so. Ich glaube auch ein unheimlich, unheimlich sympathischer Typ. So, und dann springen wir jetzt auch aus deutscher Sicht noch einmal bis zum letzten Wochenende zurück zur Seebühne in Magdeburg. SES Boxing hat veranstaltet.
live im MDR natürlich zu sehen gewesen, mit dem Hauptkampf im Halbschwergewicht, der Rückkampf zwischen Tom Jemski und Michael Eifert um die WBC und IBF Juniorentitel. Und ja, es war diesmal kein 8-Runden-Kampf, sondern ein 10-Runden-Kampf. Und diesmal, ich habe es dir, glaube ich, nach dem Kampf geschrieben, ne? Wenn Eifert das nicht kriegt, ich weiß nicht mal, was ich geschrieben habe, aber ich wäre dann sehr sauer, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und das Urteil war dann, zwei Punktzettel hatten es dann 97-93 für Eifert, was genau mein Punktzettel auch ist. Es gab den dritten noch 95-95, also Eifert gewinnt durch Mehrheitsentscheid den Rückkampf nach einer bitteren und nicht unumstrittenen Niederlage im ersten Kampf gegen Tom Jemski. Ich fand, der Kampf war wirklich klasse wieder. Also die beiden passen stilistisch irgendwie gut zueinander. Jemski hat den Kampf teilweise so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, er war schon sehr inaktiv in manchen Runden. Ich hatte manchmal das Gefühl, er hat ihn so ein bisschen leichtfertig aus der Hand gegeben, stellenweise. Vielleicht hat er auch gedacht, dass Eifert, wie im ersten Kampf, da hat er in den Schlussrunden doch ein bisschen Probleme bekommen. Hier nicht. Diesmal konnte Eifert das Tempo lange halten. Vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau der ersten Runden, aber so, dass es schwer für Jemski wurde. Wie hast du es gesehen? Ja, ich bin da ganz bei dir. Also er war wirklich lange bei der Sache, was die Ausdauer und sowas angeht, hat er super das Ganze gestaltet. Und ich finde auch dafür, dass er wirklich so wenige K.O.s nur hat, in seinen auch wesentlich weniger Kämpfen als Tom Jemski, muss man ja dazu sagen, hat er da den Jemski durchaus, zumindest sah es auch so aus, als hätte er ihn auch ein paar Mal angeklingelt. Also der hat den da gut getroffen und ja, also entweder, das habe ich dir ja auch geschrieben letzte Woche, ist das Kinn von Jemski nicht das Beste oder Eifert ist einfach kein besonderer Finisher. Aber da scheint schon eine gute Schlagkraft vorhanden zu sein. Ich hatte am Anfang auch gedacht, so durch seine, als ich die ersten Kämpfe von ihm bei SAS gesehen habe, hatte ich gedacht, durch seine Physis, dass das jemand wäre, der ein K.O.-Schläger ist. Hätte ich vermutet. Kam dann jetzt halt nicht so. Nee, er ist halt so der typische Volume-Puncher, ne? Also jemand, der doch eine hohe Arbeitsrate hat, aber nicht so den riesigen Schaden damit anrichtet. So wirkt er auf mich. Aber du hast schon recht, da waren eins oder andere Hand dabei, da hat Jemski definitiv, ich sag mal, gezuckt, ja, so drücke ich es mal aus. Und ich muss am Ende sagen, ich habe mich gefreut für Eifert, dass es dann auch so gekommen ist mit dem Urteil. Und ich bin auch echt in den letzten Kämpfen ein kleiner Fan geworden, muss ich ehrlich sagen. Also der ist so die Kategorie ehrlicher Arbeiter, ne, der aber auch noch super jung ist. Ne? Also da ist auf jeden Fall auch noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Und ich sehe ihn einfach unheimlich gerne boxen. Wohin das am Ende führt, das muss man da mal sehen. Aber er ist halt auch erst 23 und da ist einfach immer was los, wenn der im Ring steht. Das ist so ein bisschen, finde ich, vom Typ her so ein bisschen wie Enrico Kölling. Nur in anders. Ja? Also auch das, also auch einer, der so bullig ist und wo man denkt, der haut die alle um, der ja dann aber auch nicht so die Schlaghärte oder den Killerinstinkt so mit in den Ring gebracht hat. Und ansonsten erinnerte mich, was dieses den hohen Output angeht, an Stieglitz, würde ich mal so sagen. Ja, durchaus. Weil Stieglitz auch, ja auch immer ganz viele Hände geschlagen hat und da immer nah am Mann war. Also so würde ich das, die Mischung für mich ausmachen. Aber bei 23 kann man sich auch echt noch in viele Richtungen entwickeln. Absolut. Muss man mal sehen. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Auch Jemski möchte ich natürlich nichts absprechen. Ja, der ist ja auch noch genauso jung. Da haben wir bestimmt auch nicht das letzte gesehen. Vielleicht kommt auch noch ein dritter Kampf, dann über 12 Runden in, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder sowas, nachdem die in der Zwischenzeit beide nochmal geboxt haben. Das fände ich auch sehr sinnig. Kann man absolut machen. Dieses Stallduell einfach weiter fortzuführen. Also, mega gute Idee, da geht einiges. Mir wäre es einfach nur auch wirklich, du hast absolut recht, das sollte man vielleicht auch wirklich nochmal hervorheben. Also Jemski hat jetzt seine erste Niederlage kassiert im 18. Kampf. Den muss man jetzt auch nicht komplett abschreiben oder sowas. Ja. Was ich auch einfach immer nur schlimm finde, weil dann kann wirklich jeder sagen, ja, warum sollen wir denn die riskanten Kämpfe machen, wenn dann nach einer Niederlage gleich wieder weg vom Fenster bist. So. Ne? Das ist absoluter Quatsch. Also Jemski soll auf jeden Fall hier gerne im deutschen Halbschwergewicht weiter die Herausforderung suchen und ist weiterhin ein Top-Gegner, finde ich, für viele. Ja. Im Schwergewicht, im Co-Main-Event, hat Peter Kaliru das gemacht, was wir vor zwei Wochen eigentlich auch schon sehr stark vermutet hatten gegen deinen sehr überforderten Adnan Retzovic. Ja, der ist einfach zu schlecht. Muss ich einfach so sagen, für Kadiru in dem Rahmen, wo Kadiru sich auch heute bewegt. 11. Profikampf, 11. Sieg, ein TKO-Sieg in Runde 2 nach 1:33.
Ja, es war jetzt eine lange Pause nach dem Gorskampf, Corona hin und her. Trotzdem wünsche ich mir sehr, dass Kadirov jetzt mal wieder eine größere Prüfung kriegt und das Ja. nicht zu weit entfernt liegt. Da muss schnell wieder was passieren und Retzovic kam halt so in den Ring, wie wir es erwartet haben. So ein bisschen weit entfernt von seiner besten Zeit und auch wieder vorzeitig. Also den haben wir ja auch schon gegen diverse deutsche Boxer gesehen. Ja, eben. Ne, genau. Also das Also ist. der Rekord von ihm ist immer noch nicht schlecht, aber ich meine, also auf dem Papier, ne? Ja, klar. Aber ja, Aber das ist nachgucken keine wo? Aufgabe mehr für Kadirov. Nein, Da nein, muss jetzt nein. jemand anders her. Nein, nein. Richtig, richtig. Ganz genau. Und ja, vielleicht noch ein Wort oder zumindest kurz vielleicht noch auf die Undercard. Du hast auf jeden Fall mehr Ja. gesehen als ich, soweit ich weiß. Ich habe auf jeden Fall noch Cruisergewicht Jürgen Uldedei gesehen, der gegen Dimetro sehr guter. Da ist er wieder durch TKO in Runde 7 gewonnen hat. Ein Kampf, wo ich eigentlich schon dachte, der wird relativ früh vorbei sein. Das war doch ein Niederschlag. War es nicht sogar schon Ende der ersten oder Ende der zweiten Runde? Ja. Irgendwo, also ich bin mir gerade nicht mehr Ja. ganz sicher, aber irgendwo in den Anfangsrunden war sehr gut. Er war immer ziemlich hart am Boden. Hat sich dann doch noch ganz schön durchgebissen. Und Und auch gut mitgehalten, fand ich. ja, ich muss auch sagen, also Dimitro Sehguta hat in dem Kampf wesentlich schlechter ausgesehen von seiner Technik als in dem Kampf gegen Leon Hart, den ich gesehen habe. Da hatte ich ja gedacht, hey, der hat vielleicht so eine gute ukrainische ne, Schule da so mit dabei. Da wirkte das irgendwie besser in der Defensive. Und hier muss man aber auch sagen, sehr zäher Typ. Also nach wie vor würde ich noch nicht sagen, dass der abgeschrieben ist. Da kann noch was passieren, wenn er sich da verbessert. Und Uldedei, wie wir vorher gesagt haben, alles andere als geprüft. Wenn da mal jemand anderes kommt, ist da vielleicht auch mal Feierabend. Ja? Also ich würde jetzt sagen, Uldedei gegen Roman Fress, das ist eine klare Nummer. Ja? Und ja, also sehr guter, fand ich aber trotzdem okay. War aber ein bisschen entsetzt, wie schlecht die Technik war diesmal. Ja, Uldedei ist mit 23 in dem Rahmen, Sehr sage ich jung, ja. mal, noch sehr jung. Da muss man aber, glaube ich, da stimme ich dir absolut zu, vielleicht etwas behutsamer im Aufbau sein, wenn man. Ich glaube, da kann ein viel zu viel Risiko schnell da hinten losgehen nach aktuellem Stand, wäre auch meine Vermutung. Sehr offen. Genau. Ansonsten für mich persönlich sehr überraschend auf der Karte gewesen, Adam Deines. Ja, total. Auch sehr überraschend gegen Bernard Donnvack. Ja, Der richtig. hat ja Das erst war. vor 2 Wochen geboxt gegen Dimitar Tilev. Ja. Das war am Ende ein TKO-Sieg in Runde 4, ein Abbruch nach 4 Runden für Adam Deines, der sich damit nach der Niederlage gegen Arthur Beterbiev erfolgreich zurückmeldet. Im Federgewicht der Damen Lara Ochmann mit einem Punktsieg gegen Angela Cannizzaro, die ja nämlich letzten Dezember schon gegen Nina Meinke nicht gerade begeistert hat. Nee. Dann haben wir super Mittelgewicht. Arthur Henrik mit einem klaren einstimmigen Punktsieg gegen Matusz Babiak im Weltergewicht. Julian Vogel mit einem einstimmigen Punktsieg gegen Bazagur Yuktar. Und was habe ich jetzt übersehen? Arian Goriki gegen Valeri Romanenina Im Federgewicht, ganz genau. Federgewicht. Richtig, richtig, Verloren. richtig. Verloren, genau. Romanenia gewann einstimmig nach Punkten. Das war ein Duell von zwei Ungeschlagenen in dem Fall. Ukraine gegen Kroatien war hier das Duell. Julius, noch irgendein Kampf, zu dem du den einen oder anderen Satz sagen möchtest? Nee, ich habe mich ja schon bei Uldedei relativ lange aufgehalten und war einfach nur genauso von Deines überrascht, dass er da auf einmal so. Das war wieder so ein Fall. Man holt sich ein Getränk und dann außerdem siegreich Adam Deines nicht so. Was? Also ich sollte vielleicht weniger trinken. Ja, vielleicht sollte man es auch einfach ein bisschen früher ankündigen in so einem Fall, aber keine Das ist Ahnung. Also, vielleicht auch nicht aber schlecht. das hat SES, aber da muss man auch sagen, das haben die ja immer mal wieder gemacht. Ne? Ich erinnere mich noch Naja. nach dem Fury-Kampf von Tom Schwarz. War der ja plötzlich danach irgendwie so 3 Monate später auf irgendeiner Karte in Tschechien, hat er irgend so einen Sechs-Runden-Kampf gemacht, von dem keiner was erfahren hat. In Ne? Usti, Ja, genau. Usti nad Lade, da sind Ja. die doch immer am Start. Ja, richtig, richtig. Also da hauen sie auch manchmal gerne mal einen raus, den man nicht so wirklich auf dem Da war Schirm hat. Deines auf derselben Karte im Einsatz. Auch noch, siehst du mal. Damals, Also ja. der kennt das schon, Ja. die kurzfristigen, weiß ich nicht, vielleicht ist da auch manchmal einfach mal ein Sparring, wo man plötzlich sagt, komm, wir sanktionieren das eben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall springen wir jetzt in die Vorschau. Wir haben die große Rückblicksrunde beendet, haben eine Vorschau, die ist allerdings etwas kleiner diese Woche, da steht nicht so viel an, aber es steht wieder was in Deutschland an. Und zwar am 31. Juli, am kommenden Samstag,
in Eggenstein-Leopoldshafen in Baden-Württemberg veranstaltet Fächersportmanagement live auf Bild Plus für alle Interessierten. Ich vermute mal wieder so ab rund 19 Uhr. Um 19 Uhr beginnt zumindest offiziell die Veranstaltung laut Pressemitteilung. Und da sehen wir im Hauptkampf im Supermittelgewicht Petro Ivanov gegen Rafael Amarias Ortiz aus Mexiko. Ein Kampf um den International-Titel des WBC. Ivanov hat mich ja sehr begeistert und beeindruckt in seinem letzten Kampf gegen Yusuf Kangül im vergangenen Herbst. Jetzt ist Rafael Amarias Ortiz ein Gegner mit 14-4-1. Er sieht auf dem Papier nicht besonders gut aus, der Kampfrekord. Man muss aber fairerweise sagen, dass er seit 2019 nicht mehr verloren hat und momentan auf einer Serie von, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 11 Siegen in Folge ist. Ja. Also ein Mann, der mal 3-4-1 stand, steht inzwischen 14-4-1. Und wir wissen, Corona, warum auch immer, alle Mexikaner sind plötzlich 2 Level besser als vorher, so ungefähr. Ja, ja. Bekommt den gut. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber die Mexikaner sind wirklich die Nation, die mich am meisten beeindruckt hat, so aus Ländersicht in den vergangenen anderthalb Jahren. Vielleicht ein Typ, den man nicht unterschätzen sollte, aber ich kann ihn ehrlich gesagt nicht einschätzen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ich muss auch wirklich sagen, ich hätte mich auf den Kampf sehr gefreut, aber ich habe ja mein Bild Plus Abo erst gekündigt. Ich muss also mal schauen, ob ich da über Umwege dran komme. Ansonsten vielleicht sollte man nicht unerwähnt lassen, Simon Zachenhuber vom Parkett wieder ins Seil gefiert gegen Pavel Albrecht. Und der Andriy Velikovsky, haben wir über den auch gesprochen bei unserem Fächersport-Überblick? Der Box gegen José de Jesus Macias. Und da geht es auch um einen WBC-Irgendwas-Gürtel. Und Tom Sander boxt, das Nesthäkchen, würde ich jetzt mal so sagen, von Fächersport. Ja. Außerdem auf der Card noch andere Boxer, die mir jetzt aber persönlich nichts sagen. Da wird jetzt keine Neuverpflichtung dabei sein, oder? Sondern eher so Leute, die noch mit auffüllen. Also Karin Shukatsian im Weltergewicht, der ist ein Fächerathlet. Da hatten wir noch beim letzten Mal, bei der letzten Veranstaltung im April hatten wir darüber gesprochen, da glaube ich, dass wir ihn nicht im Stallcheck hatten, weil er dann noch nicht auf der Website war. Erinnerst du dich? Ja. Aber der scheint mittlerweile bei Fächer zu sein. Der hatte damals Yannick Dees durch TKO in Runde 7 bezwungen. Jetzt trifft er auf Roberto Arriaza. Ich meine, Shukatsian ist ja schon ein Mann, der ist immerhin schon die 33 im verflucht starken Weltergewicht, ne? Und, ist auch eine gute Ansetzung, zumindest 18 und 1 gegen 18 und 2. Das stimmt, aber Arriaza ist, ich glaube, auch nicht mehr der Jüngste, wenn ich mich nicht täusche. Na wohl, seit 2013 Profi. Ich habe jetzt hier kein Alter gerade, weil er seit Januar 20 inaktiv ist. Und vielleicht erinnerst du dich, er hat damals gegen Sebastian Formella nach Punkten verloren. Auf der Karte, wo, glaube ich, Salek gegen Kadiro geboxt hat. Mhm. Na? Ja. Das hab ich gesehen, ja. Ja, also muss mal gucken. Der hat ansonsten eine einzige Niederlage noch gegen Egidius Kavaljauskas in Runde 3. Kann man mal verlieren. K.O. Da kann man auf jeden Fall mal verlieren. Aber ist jetzt auch nicht so, als hätte der jetzt irgendwelche besonderen, großen, erwähnenswerten Siege drin. Aber gucken wir mal. Ja. So, wie gesagt, wer es gucken möchte auf Bild Plus und auch die zweite Card, die wir jetzt in der Vorschau haben, ist für deutsche Fans zu sehen, nämlich Live of the Zone, denn das Matchroom Fight Camp ist zurück. Es geht wieder in den Garten von Eddie Hearn. Am 31. Juli beginnt die ganze Nummer, ich glaube, wieder über 4 Wochen. Der Hauptkampf der ersten Woche, Conor Benn, ist wieder im Ring, trifft auf Adrian Granados. Und ja, ich meine, die Card, ganz kurz noch eben, also insgesamt ist es schon, finde ich, nur eine ganz anständige Card. Also so kann gegen Lee Wood im Federgewicht, Tommy McCarthy gegen Chris Billum-Smith um die Europameisterschaft im Cruisergewicht, Anthony Fowler gegen Robert Garcia, Avni Yildirim ist auf der Card, für alle, die es nicht gesehen haben, bisschen weiter unten, gegen Jack Cullen und auch Campbell Hatton und wird wieder im Ring stehen und Sandy Ryan ihr Profidebüt geben. Aber kurz zu Ben gegen Granados. Wir haben ja ihn über den Klee gelobt nach seinen letzten Vorstellungen, erst gegen Formella, dann die Einrunden-Demontage von Samuel Vargas. Jetzt trifft er mit Adrian Granados auf einen Gegner, wo ich, das ist auch wieder mal der Typ, besser als Rekord, meiner Meinung nach.
Sehr taffer Typ, kaum auszunocken. Ich glaube, er ging jetzt einmal K.O. Ja, gegen Danny Garcia war das 2019. Ansonsten in seinen 8 Niederlagen immer über die Runden gegangen. Und dabei Leute im Ring gehabt wie Broner, Sean Porter, Robert Easter. Also da sind schon wirklich gegen ein paar... Gegen Broner war es ja auch ein bisschen umstritten damals. Gegen Broner war es absolut umstritten. Richtig, richtig guter Hinweis. Also ein Typ, der wirklich sehr, sehr starke Gegner immer wieder geboxt hat in den vergangenen Jahren. Und 31, der ist jetzt auch nicht jenseits von Gut und Böse, was das Alter angeht. Natürlich muss man Ben favorisieren, so wie es aktuell, wie er sich aktuell ja, präsentiert. Ja, nach dem letzten Kampf müsste man davon ausgehen, dass er in Runde 3 K.O. schlägt oder sowas. Ja, finde ich ganz schwierig jetzt einzuschätzen. Irgendwie schon, aufgrund der letzten Leistung, wo ich gedacht hätte, dass er den Vargas vielleicht nicht so umhaut in Runde 1, sondern Ben dann später. Ja, ich finde aber trotzdem den Weg, also Granados als Gegner, finde ich nicht uninteressant. Der ist für meinen Geschmack, ist der schon ein klares Regal über Vargas einzuordnen. Und ja, ne, man muss ja jetzt auch nicht völlig eskalieren und weiß ich nicht, wen hier versuchen zu verpflichten, ne, sondern man kann ja, der ist ja immer noch jung, Conor Ben, man kann ja immer noch versuchen, sinnvoll den Aufbau weiterzugehen. Und da finde ich, ist das eigentlich ein guter nächster Schritt. Ja, also da bin ich dabei, ja. So, und dann im Co-Main-Event Sukan gegen Lee Wood um, regulären WBA-Titel. Das im Federgewicht, das lassen wir mal weg, aber der Kampf an sich ist auch irgendwie zumindest ein Kampf, wo ich sagen würde, der wird sehr gut aussehen, solange er läuft. Ich glaube, Sukan ist der klare Favorit. Das ist ja ein Typ, der ist ja so Duracell-Hasen-mäßig unterwegs, der schlägt ja locker über 1000 Mal pro Kampf. Übrigens auch laut Kampfname Monster, sozusagen Made in China. Okay, ja gut. Also es aber gibt nur ein Monster. Aber nur drei K.O.s. Es gibt nur ein Monster, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Und das ist Noya Inoue. Aber egal, nichtsdestotrotz ist Sukan ein guter Mann. Der ist auch so ein Typ. Riesen-Output, wenig K.O.s. Und Lee Wood wird hier sicherlich im Gedächtnis geblieben sein mit seinem tollen Knockout gegen Reese Mould im letzten Kampf. Da hatten wir, glaube ich, sogar im K.O. des Monats drüber gesprochen zumindest. Im Februar. Das ist natürlich jetzt schon ein großer Sprung. Ne? Also vom britischen Level hier um die britische Meisterschaft. Er ist ja der aktuelle britische Meister. Jetzt auf einen Schlag zu Sukan, der, wie gesagt, für mich kein Weltmeister oder so ist, aber mit Sicherheit ein Top-10-Mann im Limit ist. Und ja, wird schwierig für Wood, glaube ich. Ich bin trotzdem pro Lee Wood. Das sei dir unbenommen. Er hat mehr K.O.s, vielleicht haut er das falsche Monster ja in die Pfanne. Mal sehen. So, und dann im Cruisergewicht. Tommy McCarthy, der Mann, der letztes Mal uns so begeistert hat mit seinen Körpertreffern gegen Alexandre Ujur, der steht wieder im Ring und da geht es gleich um eine ganze Reihe Gürtel. Es geht um die Europameisterschaft im Cruisergewicht, das ist so das Wichtigste, aber es geht auch um den Commonwealth-Titel und die britische Meisterschaft im Cruisergewicht gegen Chris Billum-Smith. Das ist eine gute Ansetzung, finde ich. Das ist einfach eine gute Ansetzung. Ob da jetzt die EM, obwohl doch, da kann auch die EM drüber stehen. Das ist schon okay. Also, ich habe einfach nichts auszusetzen. Ich finde, das ist ein guter Kampf. Ja. Und beide haben auch keine Null mehr. Das finde ich auch gut. Mhm. Und da kann man, glaube ich, gespannt sein. Yildirim gegen Kallen ist auch kein schlechter Kampf, glaube ich, ehrlich gesagt. Wollte ich nämlich auch sagen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass Yildirim vielleicht gegen einen schwächeren Gegner zurückkommt, aber der Jack Kallen, der ist ja auch, ne? Der ist nicht schlecht. Nein. Wir sind wieder bei den Namen. Es tut mir für jeden leid, dass das so Auswüchse annimmt, aber Jack Kallen, Little Levers Meat Cleaver, wird er genannt. Da muss ich ja fast mal noch ein Wörterbuch dazu aufschlagen. Aber ich finde den Namen jetzt schon herausragend. Ja, also das ist auf jeden Fall auch keine so schlechte Ansetzung. Also für alle Interessierten, wie gesagt, am Samstagabend auf The Zone. Allerdings, das muss man fairerweise dazu sagen, wird natürlich zumindest über weite Strecken natürlich parallel zur Fächercard laufen. Da muss man sich dann wahrscheinlich entscheiden, zumindest wenn man live dabei sein möchte. Und Entschuldigung. Ebenfalls am Samstag dann in den USA, also dann aus deutscher Sicht in der Nacht von Samstag auf Sonntag, müssen wir auch noch nach Newark, New Jersey, ins Prudential Center, wo endlich mal wieder geboxt wird. Ich erinnere mich an tolle Nächte mit Thomas Adamek und einem polnischen Publikum, dass man dachte, wir wären in Warschau und nicht in New Jersey. Da waren einige große Boxnächte vor einigen Jahren. Jetzt ist dann Hauptkampf im Schwergewicht auf einer Card von Fox Sports.
Natürlich, PBC-Card ist das. Und das ist kein schlechter Kampf im Hauptkampf. Das sage ich selten bei Fox-Cards. Diesmal sage ich es. Michael Polite Coffey gegen Gerald Washington. So richtig schön dritte Reihe des Schwergewichts. Coffey ist noch ungeschlagen. Hat ja seinen Sieg gegen Damani Rock. Schönen K.O.-Sieg erst gefeiert im vergangenen Januar. Und Gerald Washington, den kennen sicherlich einige. Dann schon eher ehemaliger Gegner von Deontay Wilder. Kürzlich gegen Charles Martin durch TKO verloren, aber davor auch Robert Hellenius K.O. geschlagen, also auch so sehr wundertütig, immer wieder unterwegs. Ja, ich finde, das ist ein toller Kampf. Ich sehe beide sehr nah beieinander. Es geht nach Richtung 50-50. Glaube ich. Finde ich auch einen guten, spannenden Kampf. So die, ja, ne, die Undercard oder was ich da bislang schon so weiß, was bei Boxrec zumindest drinsteht, was angesetzt ist, haut mich überhaupt nicht um. Also dafür würde ich niemals einschalten, aber eben dieser Hauptkampf, der spricht mich schon an. Ja. Ich möchte übrigens noch kurz nachliefern. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, was ein Meat Cleaver ist. Weißt du es? Nein. Es ist dieses Fleischerbeil. Fleischermesser. Also Little Lever ist die Stadt, aus der er kommt, das Fleischerbeil von Little Lever. Eieiei, okay. Hervorragend. Das ist natürlich stark, ja. Geht mir runter wie Öl. Das ist natürlich stark. Ist natürlich die Frage, ob man das nicht vielleicht sogar Little Lever aussprechen würde, weil es einfach sich besser reimt. Und dann, Meat Cleaver. Aber das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sicher sagen auf Anhieb. Aber möglich wäre es, ja. Ja, du hast recht, die Undercard ist sicherlich jetzt kein Grund zum Einschalten. Trotzdem finde ich es nicht schlecht, dass es den Rückkampf zwischen James Martin und Vito Mieliecki Jr. gibt. Die haben ja erst im April gegeneinander geboxt. Und Martin hat da das Upset geschafft. Mieliecki die erste Niederlage zugefügt nach Punkten. Stimmt, da hatten wir mal drüber gesprochen. Haben wir mal kurz drüber gesprochen. Und ich finde es eigentlich cool, dass da ein schneller Rückkampf kommt. Also das ist okay. Also da gibt es zumindest auch eine kleine Vorgeschichte. Macht den Kampf vielleicht ein bisschen interessanter. So, Jules, wir springen in die News. Jawohl. Auch da haben wir natürlich einiges auf dem Zettel in dieser Woche. Das muss man, weil wir natürlich über zwei Wochen gesammelt haben. Ich muss allerdings auch direkt dazu sagen, wir haben ein bisschen ausgesiebt. Ne? Also ich glaube, wir gehen sonst ein bisschen mehr ins Detail. Aber das hätte einfach den Rahmen jetzt gesprengt, wenn wir jetzt über jede, auf jeden Fall. Also, ne, über jeder hat einen neuen Hund-Meldung gesprochen hätten. Ne? Genau, ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal ganz aktuell damit an, mit einem kurzen Einblick in Box Olympia. Der ein oder andere hat gestern vielleicht den Kampf gesehen von Hamzat Chadalov, auf den ich persönlich sehr große Stücke gehalten habe, dass er wirklich weit kommt beim Turnier. Und jetzt tatsächlich schon im ersten Kampf ausgeschieden mit 3-2 Richterstimmen für den argentinischen Gegner, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr geläufig habe. Mirko Coelho. Alles klar. Und es war aber sehr eng, würde ich mal sagen. Es war sehr eng, was ich so gesehen habe und was auch die Kommentatoren so dazu gesagt haben. Tja, also das ist natürlich jetzt denkbar schlecht gelaufen fürs Team, aber immerhin haben wir ja noch ein, zwei Eisen im Feuer, wo vielleicht mehr zu holen ist. Wir haben noch im Halbschwergewicht. Im Schwergewicht haben wir noch Amariat Abdul-Jabbar. Und im Schwergewicht ist Und bei den Damen haben wir noch im Welter, meine ich, im Welter Nadine Apetz natürlich noch. Die zweifache Bronzemedaillengewinnerin schon bei Weltmeisterschaften. Und sie ist ja die erste Frau, die als Boxerin für Deutschland bei Olympischen Spielen teilnimmt. Wir hatten ja 2012 und 16 keine Dame im Programm. Ja. Und Apetz trifft am Dienstag auf die Inderin Novlina Borgohain. Und Amariat Abdul-Jabbar trifft ebenfalls am Dienstag in seinem ersten Kampf auf José María Luca Jaimes aus Peru. Ich bin mir ehrlich gesagt bei beiden nicht sicher. Es kann also sein, dass die Hörerinnen und Hörer die Ergebnisse schon wissen, wenn die Kämpfe sind. Denn wenn sie am Dienstag sind, sind sie höchstwahrscheinlich sehr früh am Dienstag. Genau, weil das ist ja durch die Zeitverschiebung mit Japan. Ich habe auch die Eröffnungszeremonie irgendwie um 14 Uhr im Hotelzimmer angefangen, mir anzuschauen. Ja, Das ist höchstwahrscheinlich früh, am sehr frühen Morgen. So drücke ich es jetzt mal aus. Ja. Also da werden wir nächste Woche natürlich mehr wissen, wie es da weitergegangen ist. Und zu Chadalov noch ganz, ganz kurz auch. Also ich traue ihm auch sehr viel zu. Ich halte auch immer noch viel von ihm.
Ja, also ich glaube, der ist in Zukunft trotzdem ein höchst vielversprechender Profi. Und man darf auch nicht vergessen, häufig, das klingt natürlich jetzt immer so, weiß er hat gerade erst verloren, okay, ne, aber man darf auch nicht vergessen, dass Teofimo Lopez 2016 in Runde 1 ausgeschieden ist bei Olympia. Das ist kein Faktor, der dich später mal als Profi irgendwie komplett Ja, das stimmt. ne, also das hat damit Und nicht viel zu tun. zum Beispiel gibt es dann andere Leute, die im Amateurlager mal richtig gut was gewonnen haben. 2011 hat der Gegner von Adelei oder wie er heißt, der jetzt gegen Sokolowski verloren hat den letzten Kampf, der stand auch auf der Card gestern Ach, bei Joe Joyce auf der diesen Undercard. Bulgaren, oder was Ja, meinst der du? Bulgare, der hat mal Bronze gewonnen bei Olympia. 12 oder was? Ja. Ach, krass. Echt? Und ja. Genau. Okay. Ja, das Das war. ist die Reaktion, auf die Ja. ich gewartet habe. Ja. Ja. Also, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ne? Das sind Also. dann halt einfach zwei Welten. Ja, absolut. So, also gucken wir, wie es für die Deutschen bei Olympia weitergeht. Wenn das Turnier natürlich weiter fortgeschritten ist und es in die entscheidenden Kämpfe geht, sprechen wir auch ein bisschen über andere Medaillengewinner oder Aspiranten oder Finals. Ja. Aber das springt also jetzt, Das sprengt einfach den Rahmen wo in des vielen Aktuellen. Gewichtsklassen noch 64 Boxer am Start sind, bei den Damen und bei den Herren. Also das geht jetzt einfach nicht. Da muss man einfach muss man uns einfach nachsehen. So, dafür sind im Schwergewicht jetzt zwei Kämpfe offiziell angekündigt. Der eine war es schon, hat jetzt einen neuen Termin, und der andere war relativ klar, dass er an dem Termin stattfindet. Und das sind einmal Anthony Joshua gegen Oleksandr Usyk am 25. September im Tottenham Hotspur Stadium vor 60.000 Fans. Das wurde inzwischen bestätigt in London. Und Deontay Wilder gegen Tyson Fury, das dritte Duell der beiden, hat einen neuen Termin. Es ist der 9. Oktober damit, und das ist sicherlich auch nicht unwichtig, nur 14 Tage nach dem Joshua Usyk-Kampf in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Und das freut mich auch sehr, und das freut auch Julius sehr, das behaupte ich jetzt einfach mal, das Vorprogramm ist gleich geblieben. Also die tollen Kämpfe, Herausragend, ja. Helenius Kovnatski, Jared Anderson und Sanchez gegen Ajakpa, die sind weiterhin auf der Card. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Neuigkeit. Julius, irgendein Kommentar dazu? Nein. Nein. Gut. Hoffen wir, dass sie stattfinden, ne? Das wollen wir Ja. vielleicht dazu sagen, nach diesem Schwergewichtsjahr bisher, ja. Ganz genau. Ja. Dann, ja, ein seltener Moment, denn ich muss einen Weltverband hier mal ein bisschen loben, aktuell gerade mal. Da ist, ja, die WBO hat wirklich was Tolles gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Die WBO hat nämlich Terence Crawford gegen Sean Porter um den WBO-Titel im Weltergewicht, also um Crawfords WBO-Titel im Weltergewicht angeordnet. Die beiden Parteien haben jetzt Zeit bis zum 20. August. Ansonsten geht der Kampf in eine Purse-Bid. Es heißt schon, der Kampf soll im Herbst kommen als Pay-per-View. Beide Parteien klingen sehr optimistisch, und ich muss sagen, großartig. Endlich kriegt Crawford einen Top 5 Weltergewichtler als Gegner. Das wird uns sehr viel verraten, dieser Kampf. Der Kampf ist aber auch großartig, weil Porter, und das wissen auch alle im Prinzip, die ihn schon mal boxen sehen, verliert niemals, ohne dich durch die Hölle zu schicken, sag ich mal. Ja. Ja, verliert immer knapp, wenn er verliert, und ist ein absoluter Spitzenmann. Wirklich ein absoluter Spitzenmann. Ist meiner Meinung nach einer der besten Boxer im aktuellen Profiboxen, die keinen sogenannten WM-Gürtel halten. Und ich bin begeistert, wenn dieser Kampf kommt. Finde ich auch. Also eine sehr gute Ansetzung, von der ich mir auch einen sehr spannenden Kampf erhoffen würde. Und ich bin auch ganz bei dir, dass wir hinterher viel mehr über Crawford wissen. So. Also, der war ja schon unumstritten Weltmeister. Genau, im Und Halbwelter, ja. Und jetzt im Welter, genau. ja. Und jetzt eben war das zu Recht. Man hat ja den einen oder anderen Gegner kritisiert, den er da geschlagen hat. Und dass man jetzt sagt, ja, eigentlich ist er dann doch noch irgendwie ungeprüft, hat der ein oder andere geunkt. Und deshalb wird es ja sowas von Zeit, dass jetzt mal so ein Kampf kommt, wo man dann auch mal sieht, wie ist denn die Leistung gegen so einen richtigen Top-5-Mann dann. Genau, richtig. Ja, sehe ich ganz genauso. So, Wasserman Boxing hat sich mal wieder ein bisschen hervorgetan jetzt in den letzten 2 Wochen, hat drei neue Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Es bleibt dabei, es sind Menschen, die ich jetzt persönlich auf Anhieb nicht kenne. Ja. Also vor allem, also man schaut sich sehr nach ich sag mal, nach vielversprechenden britischen Talenten um. So würde ich das mal sagen. Aus Wasserman-Sicht ist das vermutlich so. Ich kann sie jetzt auch wieder alle drei nicht wirklich einschätzen. Es handelt sich um Harvey Horn, um Matty Harris und um Chloe Watson. Paar
Stichpunkte habe ich mir zu denen herausgesucht, um sie vielleicht auch ein bisschen näher zu bringen, den Hörerinnen und Hörern, die sie vielleicht auch nicht kennen. Und Julius schüttelt schon so den Kopf, dass ich glaube... Also das sind für mich alles böhmische Dörfer. Ja. Nie von denen gehört. Also ist auch nicht besonders verwunderlich. Also bei Harvey Horn, der ist 25, Fliegengewicht. Der ist bereits Profi, 8-0 mit 2 K.O., allerdings inaktiv seit November 2019, also auch einer, der in der Corona-Pandemie nicht boxen konnte. Den hätte man vielleicht schon mal irgendwo sehen können, aber er hat auf sehr kleinen Cards geboxt. Bei den anderen beiden ist es noch weniger verwunderlich, denn Matty Harris ist noch nicht Profi, Schwergewichtler. Er soll, das habe ich in einem Artikel in der britischen Zeitung gesehen, er soll 2,7 Meter groß sein. Also das ist sehr Format cool. Tyson Fury ungefähr, ne? Ja. Zumindest ist von den offiziellen Zahlen, 21 Jahre jung erst und auf jeden Fall also auch echt ein, das ist schon ein Biest, ne? Also den habe ich jetzt auch mal gesehen, der war beim Sparring mit Yui Fury jetzt bereits, da ist er körperlich, da ist er aber wirklich mindestens das gleiche Brett, sage ich mal, ne? Ja. Und wie gesagt, der soll dann sein Profidebüt geben und Chloe Watson, ebenfalls 21 Jahre alt, im Fliegengewicht aktiv, auch noch kein Profi, die Dame. Aber durchaus anständige Amateurkarriere hinter sich, gewann 2017 Gold bei den Junioren Commonwealth Games und ist auch englische Meisterin als Amateurin geworden, was ja durchaus, also da, ne, die sind schon... Das ist schon ein gutes Siegel. Ja, absolut. Ne? Die sind nicht umsonst mit 11 Boxerinnen und Boxern am Start jetzt bei den Spielen, ne? Im Vergleich zu Deutschland mit 3. Also ja, ich muss sagen, das ist sicherlich nicht, wo jetzt die Boxwelt aufhorcht, aber irgendwie finde ich die Herangehensweise ja auch ganz spannend, weil die zeigt irgendwie so ein bisschen den langfristigen Plan, den Wasserman offensichtlich damit auch verfolgt, ne, mit den Sauerlandbrüdern, ja, oder? Das hat so ein bisschen so den Charakter von einem Fußballverein, der nur so die unter dem Radar Talente da verpflichtet, die dann später dann abverkauft werden, wenn sie erfolgreich waren. Ja, so ja, ist das, kennt man das ja aus der Bundesliga. Ja, da bin ich mir gar nicht, also ich, das kann natürlich sein, ne? Also so der SC Freiburg des Boxens, genau, denkst du hier gerade dran. Ja, ich hab jetzt gerade eher so den Gedanken gehabt, also es kann sein, dass es am Ende so wird, wobei natürlich im Boxen jetzt nicht wirklich Leute weiterverkauft werden. Nein, so meine ich es ja auch nicht, aber so von der Suche her. Ja, aber es sieht für mich halt auch so aus, dass zumindest vermittelt sich für mich der Eindruck, dass es so Wasserman sagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. So, ne? Wir holen keine Leute, die jetzt fertig sind, sondern wir sind auch bereit zu investieren, um Leute wirklich grundsätzlich aufzubauen. Und mal gucken. Ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, aber es tut sich einiges. Also es waren ja jetzt 6 Neuverpflichtungen, auch wenn es relativ unbekannte Namen sind. Aber ich finde ja auch so Neuprofis häufig sehr spannend. Ne? Ja, das stimmt. So, Canelo gegen Caleb Plant. Es geht tatsächlich wohl voran, muss man sagen. Für den 18. September lose geplant, sag ich mal. Aber die Verhandlungen sollen gut laufen. Erste Verträge wurden ausgetauscht. Julius schrillt die Alarmglocken. Er weiß, oh, Fury Joshua all over again. Vor allem, es geht gut voran. Und der 18. September, da ist ja gar nicht mehr so lange hin. Also ich hoffe, die haben schon mal die Handschuhe geschnürt, während die Tinte noch nicht trocken ist. Weil ansonsten... Das wird mir ja fast ein bisschen zu knapp. Trotzdem hoffe ich, dass der 18. September sich einhalten lässt. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Aber auf jeden Fall, es gibt keine Hiobsbotschaften aktuell aus dem Lager da. Und dann noch eine kurze Meldung, weil wir auch mal drüber gesprochen haben. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht dadurch geworden. Oscar De La Hoya, der kämpft ja am 11. September im Staples Center in Los Angeles gegen Vitor Belfort, der ehemaligen oder MMA-Legende, ehemaliger UFC-Champion. Das wird jetzt ein, in Anführungszeichen, echter Kampf. Der Kampf wird sanktioniert. Der Kampf zählt ganz offiziell in De La Hoyas Kampfrekord. Also wie damals Mayweather gegen McGregor, genau. Ja, nur es gibt ein paar Sonderregeln. Also hier sind wir bei 8 Runden, a 2 Minuten. Und also das, ist es Frauenboxen sozusagen. Ja, so gesehen, ja. Und die treffen sich bei 180 amerikanischen Pfund, also etwas über Halbschwergewicht ist das Limit jetzt angesetzt. Aber ich dann bin echt gesagt... Dann ist das für mich eigentlich auch kein richtiger Kampf. Das sind dann halt wieder so Extrawürste irgendwie. Für jemanden wie De La Hoya oder einen Belfort, der in einer anderen Sportart da ziemlich was gerissen hat, das nervt mich ja eigentlich schon. Das also Gewicht oder die Zeit? Wirklich alles, was das De La Hoya Comeback angeht, bin ich maximal angepisst. Das Gewicht oder die Zeit? Rundenzeit? Beides. Ja, also das Gewicht, ich bin froh, ehrlich gesagt, dass diese Catchweight
dieser Catchweight-Müll in den letzten Jahren wieder ein bisschen abgenommen hat. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du in Canelos Kampfrekord guckst als Beispiel, wirst du ein paar Kämpfe von der Sorte finden, ja, die natürlich auch heute schnell vergessen worden sind dann, ne, dass es da so war. Aber ja, also und auch 2 Minuten, da muss ich ganz ehrlich sagen, also entweder geht 3 Minuten oder geht halt nicht. Ne? Genau, also weil ich... Oder kämpft über 6 Runden. Frauen wird ja heute noch kritisiert, dass sie nur 2 Minuten boxen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die dann sagen, ja, die boxen ja nur 2 Runden, das lege ich denen jetzt einfach mal so in den Mund, ja, und dann boxen selbst nur 2 und wollen das dann aber als richtigen, sage ich jetzt mal, Männerboxkampf da irgendwie ausschreibt. Das ist für mich Schwachsinn. Aber am Ende macht die California State Athletic Commission ihren Haken drunter und ja, die sind eigentlich, ja, also was heißt streng, aber ne, die sind jetzt nicht so wie die Weltverbände im Boxen oder so, die haben schon noch Regeln, an die sie sich normalerweise halten. Offensichtlich ist es in Kalifornien im Rahmen dieser Regel. Ich kann es ja nicht anders sagen, aber kann man jetzt überlegen, ist das... Vielleicht sagt der ein oder andere, zumindest hauen sie sich richtig auf die Glocke und findet das dann trotzdem okay. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe diese, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast bei Twitter, dieses Trainingsvideo von De La Hoya, wie er da so unter dieser Birne da durchtänzelt und da seine Hände abfeuert. Ja, da habe ich gedacht, da kommt gleich der Hexenschuss, ehrlich gesagt. Das habe ich mir, da habe ich mir auch gedacht so. Und dann steht dabei, he still got it. Und ich so, wenn er jetzt 70 wäre, würde ich sagen, das ist absolut in Ordnung. Der ist ja noch echt fit, aber das ist so... Weiß ich nicht, ja, das sieht so beliebig aus, wie bei jemandem, der jetzt gerade mit dem Boxen anfängt. Davon kann ich nichts ableiten. Die Hände wurden nicht klar geschlagen, das wurde nur so angetäuscht irgendwie und ja, er ist halt unter dieser Birne abgetaucht. Wow. Ja. Also, da bin ich. Das sollten wir erstmal ein bisschen ruhen lassen, das Thema. Okay, dann kommen wir erst wieder in der Woche vor dem 11. September aus. Jetzt passiert noch was Weltbewegendes. Ja. Oder ich. Hab das Gefühl, ich müsste dich nochmal triggern oder so. Das kann ja auch manchmal dann, Spaß machen. Dann mach das gerne, das hat ja auch einen Unterhaltungswert, aber da bin ich wirklich sehr kurz vorm Überschreiten. Unterhaltungswert, Julius, das ist jetzt das große Stichwort, denn wir haben heute wieder eine Top 5 eingebaut, beziehungsweise du. Und die Aufgabe, die ich dir gestellt habe, war, Julius, ich möchte doch mal gerne wissen, was sind denn deine Top 5 der Boxfilme. Du hast schon im Vorfeld Kontroversen angekündigt, hier bei der Einleitung heute. Also bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt, ob mal irgendwo eine GZSZ-Folge, wo mal geboxt wurde, mit dabei ist bei deinen Top 5 oder so. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, aber ja, ich meine, das ist deine Liste, es ist natürlich deine Meinung, die sei dir unbenommen und du kannst dir sagen, was du möchtest. Also vielleicht bevor du mit der Liste loslegst, einmal, wie schwer ist es dir denn überhaupt gefallen? Oder hast du sofort gedacht, boah, das auf jeden Fall? Oder hast du vielleicht Probleme gehabt, die dann zu sortieren? Das kann ja auch manchmal ein Problem werden. Ja, also mir sind natürlich sofort mehrere Filme eingefallen und ich habe mich dann gefragt, wie sollte man das denn jetzt irgendwie ordnen? Ja, habe ich irgendwelche Sachen übersehen? Gibt es jetzt Filme, an die ich jetzt nicht sofort berücksichtigt habe oder sowas? Da habe ich viel drüber nachgedacht und habe mich dann aber letzten Endes dafür entschieden, ich nehme jetzt die Filme unabhängig davon, was die für ein mediales Echo haben oder wie aufgeladen die waren zu irgendeiner Zeit oder sonst wie was, sondern ich nehme die, die ich mir einfach am liebsten anschaue. So habe ich es auch gemeint. Ja, natürlich, aber ich meine, das war schon auch so ein bisschen, davon hätte ich mich ja leiten lassen können, dass ich sage, ich finde den Film gut, ich finde den anderen besser, aber jetzt müsste ich sagen, ja, der andere hat aber mehr jetzt so Reichweite gehabt oder keine Ahnung und deshalb muss er da und dahin. Du kannst 5 Filme nennen, von denen ich noch nie gehört habe, wenn du willst. Also, so viel sei gesagt. Wir steigen mal mit einem ein, von dem du, denke ich mal, schon gehört hast und den ich mir immer wieder gut anschauen kann, weil er mich auch sehr gut unterhält. Und zwar kommt auf Platz 5 2 vom alten Schlag. Oha, Robert De Niro und Sylvester Stallone, ne? Das ist doch. Genau. Der ist ja noch gar nicht so alt, glaube ich. Der ist noch gar nicht so alt. Ja. Als alternde Boxer, die da immer noch so eine ungeklärte Rechnung haben. Es geht auch so ein bisschen um eine Liebesgeschichte, dass die mal beide was mit derselben Frau hatten oder beide zumindest an ihr interessiert waren und so und da die Gräben sehr tief sind und das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also diese Stelle, wo, ich sage jetzt mal Rocky, untersucht wird vom Arzt und der sagt, ja, das fühlt sich doch alles sehr gut an,
nachdem man ihm auch die Prostata abgetastet hat, damit er seine Boxlizenz bekommt. Und er dann sagt, naja, wenn Sie es sagen, Doktor, ja, das werde ich zum Beispiel nach dem Film dann nicht mehr vergessen, weil dass Sie dann dieses Studio, wo eigentlich nur so ein Trailer für ein Boxspiel gemacht wird, sich da verprügeln. Ja, das ist, habe ich mir auch gedacht, wie oft kommt das vielleicht vor bei dem E-Sport Boxing Club, wenn man da nochmal zwei einlädt, die sich gar nicht grün sind. So. Ja, genau. Das ist mein Platz 5, weil den kann man einfach immer wieder so problemlos einlegen und dann hat man auch so einen Lacher dabei. Ja. Auf ja, Platz 4 okay. ist ein Film, den ich sehr gut finde, aber ein bisschen weiter hinten platziert habe, weil ich den nicht einfach mal so gucken kann. Nämlich Wie ein wilder Stier, ebenfalls mit Robert De Niro, kommt für mich an der 4, weil ich finde, so von der ganzen Erzählsituation etc. ist der ein bisschen schwerer verdaulich und ist auch ziemlich lange. Und da habe ich so Probleme, den einfach mal so für, oh, da habe ich jetzt Bock drauf einzulegen. Ja. Dementsprechend, das ist ein Film, den fand ich richtig gut. Den habe ich aber auch erst zweimal gesehen oder dreimal, obwohl ich den auf DVD habe. Mhm. Also unbestritten einer der besten Boxfilme, glaube ich. Und jeder andere hat den vielleicht an der 1 oder weiter oben oder keine Ahnung. Ich habe den an der 1, ja. Aber für mich ist das einfach... ja. Das ist, ja, verstehe ich, ja. Ja, das geht einfach so nicht. Dann habe ich an der 3 jetzt einen Film, wo ich sage... Vielleicht kennen den auch gar nicht alle, muss man mal sehen. Und zwar Girlfight mit Michelle Rodriguez, die auch den, ja. bei Too Fast and Furious 9 jetzt mitspielt noch wahrscheinlich. Und der ist von 2000 und das ist halt so ein bisschen die Mischung aus so einem klassischen Boxfilm von, ja, erstmal irgendwie Probleme im Viertel und in der Schule, kommt dann zum Boxen. Und dann ist aber auch noch so eine Liebesgeschichte mit dabei, aber halt anders als bei Rocky oder sowas nochmal. Und man hat halt eine weibliche Protagonistin. Und weil ich den einfach öfter gesehen habe als Million Dollar Baby, hat er da, sag ich jetzt mal, meinen Vorzug und ist dann der Film mit einer Frau in der Hauptrolle. So, an Platz 3. Auf Platz 2 habe ich The Fighter mit Mark Wahlberg und... Christian Bale. Genau, Christian Bale. Weil ich den auch, wenn da gar nicht das Boxen an sich so im Fokus steht, dass man sagt, man hat so viel Action im Ring, ist der einfach super. Also den kann ich mir auch sehr oft anschauen. Ich finde das Ganze, was so die Trainingsgegebenheiten, wie so Kämpfe abgekartet sein können etc., alles außenrum ist super erzählt. Und ich finde die Schauspielleistung auch sehr gut. Und fand das auch beachtlich, dass der Mark Wahlberg gesagt hat, also sie haben da richtig geboxt dann im Ring. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Filmen hat er sich da mit, sag ich jetzt mal, echten Boxern in den Ring gestellt und hat sich auch vorbereitet wie ein Boxer und sowas. Da ist er da auch begeistert an dem Sport grundsätzlich. Ja. Ja. Und ja, und Mickey Ward ist natürlich auch eine coole Hauptfigur. Also absolut. Das will man ja sehen, ja. Dieser ganze Clan da, ja. Spannend. Ja. Und auf der 1 habe ich einfach, weil ich ihn sehr oft gesehen habe und weil es ikonischer gar nicht mehr geht, Rocky 1. Mhm. Wobei ich da natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, weil ich immer wieder situationsabhängig den einen oder anderen Rocky-Film lieber mag. Also ich mochte den Rocky Balboa sehr gerne, als der rauskam, so dieser eigentliche Abschluss. Mhm. Dann jetzt diese Creed-Filme, die man irgendwie da mit dazu zählen kann, weil es ja immer noch Rocky in der Handlung gibt. Aber... bin auch großer Fan von Rocky 5, wo er dann wieder abstürzt und Tommy Morrison trainiert. Okay. Also Rocky 5 finde ich auch richtig gut, mit diesem Street Fight dann am Ende. Okay. Hammer. Okay. Ja. Und ja, und dann haben wir es ja schon bald alle durch. Ja, Rocky 4 gegen die Sowjetunion sozusagen. Also den muss ich auch sagen, der hat so viele trashige Aspekte und so, den finde ich richtig gut. Also den kann ich super, super gut gucken. Genau. Rocky 5 ist für mich... wirklich, also ich will jetzt, muss jetzt vorsichtig sein. Ja, deshalb sage ich ja, ne? Also der also ich würde fast sagen, das ist der schlechteste Stallone-Film, den ich je gesehen habe. Oh, okay. Da aber ist natürlich immer Geschmackssache. Bestimmt,
Da fallen mir nach einer kurzen Recherche bestimmt noch ein, zwei von Anfang der Karriere ein, Ja, okay, das kann sein. Ich glaube, er hat ja wo auch man mal sagen Anfang der muss, Karriere so. einen für Erwachsene gemacht, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber das kann sein, dass Ja, der stimmt, den dahinter gab es auch einzuordnen noch. ist, ja. Ja, den gab es auch noch. Ja, das stimmt. Aber Rocky, das ist natürlich, ja. Ja, also das hat dann auch den Vorzug irgendwie vor dem zweiten und vor dem dritten, vierten, ne, fünften, sechsten so. Das ist einfach der Erste, der hat so viel einfach richtig gemacht und diese Atmosphäre da von Philadelphia eingefangen und die Gegend. Und natürlich hat er auch gewisse Sachen, die ich heute absolut kritisch sehe, wie diese schlechten Special Effects beim Gesicht. Ja? Ja. Also die schlechte Maske, da hätte man echt nochmal irgendwie was machen können. Und diese ganze Sache mit Adrian geht mir immer ziemlich auf den Sack, wenn ich den Film gucke. Ja? Aber dessen ungeachtet hat er auch viele gute Momente, Ja, ja. aber ich glaube, dass auch gerade so die Sache mit Adrian und sowas natürlich auch dazu beigetragen hat, dass der Film ein bisschen mehr für die breitere Masse geöffnet wurde, Ja, ne? Und ich glaube, dem natürlich. Erfolg grundsätzlich der ganzen Reihe war das schon sehr zuträglich, aber ich verstehe, was du meinst, ja, Ja, ich verstehe, also was du immer meinst. dieses dann in die Zoohandlung gehen und die kommt irgendwie nicht aus dem Quark, ja, so, das ist so, ich denke so, ja, dann geh halt nicht hin, ja, das ist so für mich so die Sache, aber das, da Aber die triffst du ja Schildkröten hat er jetzt. heute noch, ne? Wie bitte? Die Schildkröten hat er heute noch. Die Schildkröte hat er heute noch? Ja, das hat Die er, aus dem Film? letztens noch getwittert. Zugegeben, ist jetzt ein paar Monate her, aber guck da mal, such das mal. Okay. Wie heißen die denn nochmal? Heißen die nicht Clay und Ja, Fraser und irgendwie Clay oder so. irgendwie sowas? Oder, ich weiß es nicht Ja. mehr genau. Aber auf jeden Fall hat er die dann ja fotografiert. Das war jetzt irgendwann vor ein paar Monaten. Und er hat Ja. gesagt, das sind noch die von damals. Also Aber die die hat müssen doch er mittlerweile riesig sein, oder? Weil der Film ist ja jetzt schon. 50 Der Jahre Film ist doch alt. 50, Ich weiß 40. nicht, wie groß werden denn? Werden denn die Schildkröten alle riesig? Ich kenne Ja, mich die da werden nicht auf jeden aus, Fall ehrlich sau gesagt. alt, ne? Ja, die werden Also, sau alt, ja. Also, die werden die Sylvester Stallone noch überleben. überleben, ja? Und uns beide vielleicht auch noch. Also, die sind auf jeden Fall. Also, das fand ich wirklich richtig cool, als er das Ja, gezeigt hat und gesagt das hat. ist, ja, das gefällt mir gut. Ja, 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 ansonsten ja muss ich ich habe ganz. noch, Ja, ja. bitte. Achso, Entschuldigung. Ja, komm mit deinen. Du hast natürlich noch Also ein ich habe jetzt paar. halt noch als Honorable Mentions habe ich mir halt den ersten Creed aufgeschrieben, weil das da so super wieder aufgegriffen wurde. Und die Idee, dass der Sohn von Apollo Creed halt boxt, finde ich top. Das, also cooler Kniff auch und halt diese, die Black Community jetzt auch nochmal abzuholen und sowas, die ja jetzt würde ich sagen in den USA neben den Mexikanern auch mit das Boxen sehr tragen. Ja, Ja, und da absolut. eigentlich nie noch einen richtigen. Also ich meine, gut, es gab den Ali-Film, den fand ich aber nicht so gut. Es gab den Tyson-Film, den habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen, wo ich gesagt habe, ja, Michael J. White, cool, aber ja. Und das halt mal so ein richtiger ikonischer Film jetzt für schwarze Boxer so besser gemacht als die anderen, für meine Begriffe, die anderen Rocky-Filme. Bleed for This fand ich gut, weil ich halt einfach großer Vinny Pacienza Fan oder Sympathisant bin. Also ich habe jetzt von dem kein Poster hängen, aber ich Ich fand weiß, den was du immer meinst, cool. ja. Und ja, der Film ist eigentlich auch ziemlich gelungen, muss ich sagen. Und dann habe ich noch einen mit reingenommen. Und zwar von 95, der heißt Tokyo Fist. Und das ist ein japanischer Film, den gibt es gar nicht irgendwie bei uns. Habe ich den zumindest noch nie gesehen, dass den in deutscher Sprache geben würde. Den gibt es nur mit Untertitel. Und da geht es auch so um zwei Typen, die boxen und sich für eine Frau interessieren. Und das ist aber so ein sehr brutaler Film. Also man könnte da schon fast so sagen, wie so ein Exploitation-Movie, wo dann auch mit so krassen Bildeffekten und sowas gearbeitet wird und extreme Gewaltvorstellungen da irgendwie so ausgelebt werden. Noch Aber nie das ist auf gehört, jeden Fall ein ja. sehr, sehr spannender Film, so typisches japanisches Kino, würde ich sagen. Aus dieser Zeit, wo man da eben komplett ausgerastet ist, sag ich jetzt mal so. Ja. Ja. Also, das ist auch so ein Film, den gucke ich aber auch nicht so oft, aber der ist spannend und sehr gut gemacht für einen Boxfilm. Deshalb habe ich den jetzt einfach mal noch so mit draufgepackt, falls den mal jemand gucken will. Ja, finde ich interessant, weil den habe ich tatsächlich auch noch nie, also nicht nur noch nie gesehen, sondern auch noch nie davon gehört, muss ich sagen. Es gibt ja so ein paar Filme, von denen hat man schon mal gehört, vielleicht noch nicht gesehen. Da wäre jetzt, also für mich persönlich, ich habe jetzt kein richtiges Ranking oder so gemacht, aber für mich ist Raging Bull wie ein wilder Stier, wäre die tatsächlich die Eins. Also ich finde De Niro unglaublich in dem Film. Also das ist schauspielerisch eine gigantische Leistung meiner Meinung nach und es ist noch nicht mal der beste Scorsese-Film für mich persönlich, aber es ist schon ein großartiges Ding. Und auch Joe Pesci dann und so. Also, ich weiß aber, Ich was du finde den meinst. super, ne? Ja, ich Also verstehe verstehe mich das. da bitte nicht falsch. Ja. Ja.
Ja, Rocky wäre natürlich für mich auch absolut dabei gewesen. Ich persönlich hätte tatsächlich Million Dollar Baby in den Top 5. Find den richtig, richtig gut. The Fighter wäre bei mir auch in den Top 5 gewesen. Und dann muss ich auch noch sagen, ein Film, das klingt jetzt ein bisschen doof, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Das ist so ein Film, den wollte ich immer mal sehen. Und ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Es gibt von 19, ich glaube 97, den Film, der heißt einfach nur The Boxer mit Daniel Day-Lewis. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Der spielt irgendwie so einen Ich IAA-Terroristen. muss das mal googeln, ob ich den Ja, kenne, weil kannst du ich mal habe natürlich machen. jetzt keine anderen gegoogelt, weil die Ja, ich kenne, ja, verstehe ich. davon mache ich ein Ja. Ranking. Ich suche mir jetzt keinen Nein, raus nein, dann nein. nochmal. Ne? Nein, 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 nein. Ich weiß, ich weiß. Nur das ist so einer, der steht schon lange auf meiner Watchlist. Ich habe den immer mal wieder im Hinterkopf und ich habe ihn leider noch nie gesehen. Er ist Ende der 90er, ich glaube 97 um den Dreh mit Daniel Day-Lewis. Also der soll auf jeden Fall auch wirklich sehr gut sein. Noch nie gesehen, also wirklich. Okay, ja. Also das ist vielleicht so einer, ich kann ihn jetzt nicht empfehlen, wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht, aber das ist so einer, wo man vielleicht mal reinschauen könnte, zumindest was so die anderen alle sagen. Dann habe ich auch so überlegt, ich mag Cinderella Man mit, oder ich glaube, wie heißt er auf Deutsch, das Comeback oder so, glaube ich, mit Ja, Russell Crowe. den mag ich auch gerne. Die James Braddock-Geschichte, Hurricane mit Denzel Washington ist auch grundsätzlich kein schlechter Film, finde ich, ne? Ja. Oder Hands of Stone fand ich auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich Ja, den sagen. habe ich erst vor, der kam vor Ja. kurzem erst bei Servus TV. Den habe ich vor 4 oder 5 Wochen erst gesehen. Ja. Ja. Southpaw kenne ich noch nicht. Das wäre vielleicht noch einer, Den habe ich auch den noch nicht viele direkt im gesehen, ja. Kopf haben. Den habe ich einfach noch nicht gesehen. Und was mir, muss ich leider auch sagen, ein bisschen fehlt, sind so einige von den wirklich großen Klassikern, den älteren Filmen. Ne, also Schmutziger Lorbeer und sowas. Ne? So diese ganz klassischen Boxfilme aus den 50er Jahren, 40er Jahren teilweise. Da Ja. sollen ja auch noch einige tolle dabei sein, auch mit Humphrey Bogart zum Beispiel und so. Da muss ich definitiv ein bisschen was nachholen. Irgendwann mal nachholen, aber ich meine, wann hat Ja. man die Zeit und wie kommt Ja. man auch an die ran? Ja. Ja, das stimmt. Ja, ja gut, ne, kann man ja DVDs kaufen einfach. Ja. Was tatsächlich auch noch ein Theoretisch. guter Film ist, finde ich, bei dem es halt aber leider nicht ums Boxen geht, ist Warrior. Das ist ja Ja, dieser das ist auch ein guter Film. MMA-Film, aber der ist auch sehr Ja, der gut ist toll, der mit ist toll, ja. Tom Hardy Und und mein letzter Punkt hierzu wäre noch, also für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, und ich verstehe, dass es jetzt nicht in den Listen ist, weil es ja eine Dokumentation im Prinzip ist. Aber When We Were Kings ist für mich absolut Premium. Also wenn wir jetzt sagen würden mit Dokus, dann wäre der in meinen Top 5 auf jeden Fall drin Ja, gewesen. den habe ich Ne? auch gesehen, der ist wirklich auch super, aber ich habe jetzt halt an richtige Filme Natürlich, gedacht und das war nicht auch an der Plan, ne? Dokumentationen. Nur zumindest ist es ja auch ein Leinwandprodukt. Deswegen wollte ich ihn Ja. einmal kurz erwähnt haben. Aber ja, also ich muss sagen, interessante Liste, spannende Liste auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall mich auch ein bisschen überrascht. Also wie gesagt, Girlfight zum Beispiel, den kenne ich tatsächlich. Ist jetzt so ein Film, den hätte ich jetzt nicht erwartet in so einer Liste. Aber es ist ja dein, ne? Wie gesagt, das ist ja hier für jeden seine persönliche Liste. Wir machen hier, also sonst kann man auch imdb.com öffnen. Ne? Also Genau. ganz ehrlich. So, ja, von meiner Seite wären wir dann durch für die Woche. Haben wir 2 Wochen hoffentlich vernünftig aufgeholt. Julius hat was vergessen. Ja, Nein, nein. nicht ganz. Und zwar wollte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche an der Stelle über ein Mythical Matchup sprechen. Sehr gut, Da hast absolut du richtig. diesmal gewählt. Richtig, ich habe diesmal gewählt und wir kündigen es diesmal auch im Voraus an. Ich habe mich wieder an der Liste bedient, die uns der User Armin bei YouTube gestellt hat. Das waren, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 Kämpfe und wir haben uns auch gesagt, so, wisst ihr was, also wenn wir jetzt eine Userliste schon kriegen, Ja. dann arbeiten wir die auch erstmal ab, weil da sind auch wirklich tolle, ganz, ganz tolle Paarungen dabei. Und ich nehme eine, die ist, also Tony Canelo ist vielleicht was, wo der ein oder andere vielleicht so sagte, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt nehme ich eine, wo wahrscheinlich jeder schon mal drüber nachgedacht hat. Denn es ist einer der Kämpfe, ja, der gar nicht, also einer der Kämpfe, der hätte kommen müssen, der trotzdem auf dieser Liste ist, und das ist Lennox Lewis gegen Riddick Bowe. Das ist jetzt für mich, ich denke, da kann man aber wieder drüber sprechen. Ich habe vor Jahren mich mal darüber unterhalten, das ist jetzt schon lange her, oder darüber geschrieben, glaube ich. Ja, der ist auch mit auf dieser Liste und ich glaube, nachdem wir letztes Mal ein Matchup hatten, was jetzt zeitlich nicht hätte zustande kommen können, können wir ruhig mal eins machen, was hätte kommen sollen oder müssen. Und das ist jetzt dann Lewis Bowe in der nächsten Woche. Alles klar. Ich werde mich vorbereiten. Ja. Ja. Ansonsten wäre ich auch von meiner Seite aus durch. Man kann doch nicht mal sagen, jetzt nach einer Woche Abstand eine Nachschlagfolge extra large, weil Nee, wir wir waren haben es ganz. bestimmt schon mal länger. Ja, ich Ja. glaube auch, ja. Und ja, hat mich aber trotzdem wieder sehr gefreut und schön, dass man nach Stromausfall, Internetausfall, Flutkatastrophe etc. Auch mal wieder jetzt
schön über den Sport reden kann und da so ein paar erbauliche Themen findet. Ja, ich hoffe, die Hörer haben sich genauso drüber gefreut wie wir beide. Ja, also ich unterstelle dir das jetzt einfach mal. Ja, es ist sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ja, es hat mir Absolut. tatsächlich gefehlt. In diesem Sinne, von meiner Seite aus, bis nächste Woche, wenn der nächste Nachschlag kommt. Ganz genau. Und nächste Woche ist eine Woche, die jetzt nicht so mega viel auf dem Zettel hat, aber es gibt das nächste Fight Camp. Durchaus eine ganz nette Card, finde ich auch. Da geht es um den IBF-Titel im Federgewicht im Hauptkampf zwischen Kit Galahad und Jazza Dickens. Das werden wir auf jeden Fall in der Vorschau haben. Genauso wie eine Card aus Nordirland. Michael Conlon ist mit da drauf, aber auch Lee McGregor verteidigt seinen EM-Titel im Bantamgewicht. Also durchaus, vielleicht nicht die großen Namen, aber durchaus, ich glaube, die ein oder andere Veranstaltung, wo sich ein bisschen was zu schauen lohnt. Und da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, genauso wie natürlich jetzt in den Nachberichten über die aktuellen Kämpfe, die anstehen. Und wir beobachten natürlich, wie vieles weitergeht. Unter anderem natürlich Canelo gegen Plant, denn Julius hat recht, ganz so lange hin ist es nicht mehr bis zum 18. September. Wenn das ein Pay-per-View werden soll, bei Fox oder Showtime, dann müsste man aber so langsam vielleicht mal anfangen, die Werbetrommel zu rühren oder zumindest zu planen, wie man sie rühren möchte. Und dafür sollte man den Kampf hoffentlich unterschreiben für die unumstrittene Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht. Das wäre toll. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir eine Woche ausgesetzt haben. Zum ersten Mal nach über einem Jahr war es keine Weihnachtspause, sondern es war eine Flutpause im Endeffekt. Aber das sei vielleicht auch noch dazu gesagt, wir sind verhältnismäßig sehr glimpflich davon gekommen. Also ich sowieso. Und bei Julius gab es zwar einige technische Probleme und auch ein bisschen Wasser, aber zumindest nicht in der Wohnung. Ne, und ja, in diesem Sinne, also vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns weiterhin treu geblieben seid und bis nächste Woche.